Haben den Lauf aus Samara Sulida. Eine doppelte außerordentliche Freude habe ich heute, einmal so viele reiche Leute im Raum zu haben, die alle Zakat bezahlen möchten. Ich möchte heute lernen, wie man die Zakat bezahlt. Das heißt, bis Ende des Jahres, inshallah, habe ich hier 200 Personen, mal 3.000 Euro, 60.000 Euro, bald, inshallah. Oder man möchte das Geld jetzt mal, inshallah, investieren irgendwo mit Gewinne. Inshallah, sehen wir das Schöne bei den Muslimen bald. Die zweite Freude hat mit der Geschichte zu tun. Wann waren die ersten Muslime, die mit Wirtschaft in Kontakt mit Deutschland kamen? Eine ganz simple, einfache Zahl, 777. Im Jahre 777 kamen die ersten Syrer. Haben wir Syrer im Raum hier heute? Ja, wunderbar. Deine Vorfahren waren da in Kiel, in Heidhau, und haben den ersten zentralen Markt für Dänemark gegründet. Man kann alles heute googeln, Heidhau, dann findet man dort bei dem Nationalen Wikinger Museum ein paar schöne syrische Münzen, und da zeigt heute, wie der Kontakt war. Später kamen die Marokkaner, 973, mit Sidi Ibrahim ibn Ahmed al-Tartushi, wurde eingeladen von dem Kaiser Otto I. zum Reichstag nach Merseburg bei Leipzig. Dann hatte man eine wunderbare, schöne Reise gemacht. Zuerst den Syrer in Heidhau besucht, dann nach Rostock, über Berlin, nach Leipzig, dann Fulda, Soest, dann nach Dortmund. Dortmunder sind da heute? Ja, wunderbar. Dann nach Dortmund, von Dortmund nach Mainz. Und dann hat er in Mainz nochmal wieder andere Münzen gefunden, muslimische Münzen, islamische Münzen. Eine Seite hatte das Bild von dem Kaiser, der andere Seite islamische Kalligrafie. Weil die Deutschen konnten diese Gelder nicht in Deutschland prägen. Wir hatten eine große Inflation gehabt, hatten nur Silbermünzen, und dann sollten wir es mal in Taschkent das dort prägen lassen, wo jetzt mal ein Tag für uns auch da kommt. Viele Kontakte waren da, freut mich. Die kleine Brücke von 973 mit Sidi Ibrahim Ahmed Tartushi, so heute die andere Brücke mit Sidi Lusseni Aziru. Bei uns heute, dass man lernt, wie bei den Muslimen das Perfekte geht, wie können wir in Europa das lernen. Einmal schon passiert, und was einmal passieren kann, darf das weiß man heute passieren. Barakallahu. Vortrag ist auf Deutsch, Arabisch-Übersetzung, Aufhören sind da. Ist jemand da, der Arabisch braucht? Ja. Alle beherrschen die Deutschen. Dann verfallen. Das ist nicht meine Aufgabe. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ich freue mich sehr, dass so viele heute erschienen sind. Die Idee ist ja schon vor Jahren entstanden, dass wir einen Vortrag halten über Islamic Finance oder das islamische Finanzwesen. Leider hat es bisher noch nicht geklappt, nur heute, inshallah, werden wir einen gewissen Überblick geben, einführen, einen Vergleich darstellen und eventuell noch einen Ausblick machen. Wobei ich tendenziell auch aus meiner praktischen Erfahrung sehr viel erzählen möchte, denn ich bin bei der Münchner Rück tätig und mache dort den gesamten Bereich Islamic Finance. Was wir genau machen, das werde ich dann im Laufe der Zeit ein bisschen näher erklären. Grundsätzlich zum Vortrag, wir werden etwa eine Stunde brauchen für den Vortrag, eventuell ein bisschen kürzer. Es hängt immer davon ab, wie viele Fragen kommen, wie groß die Diskussion wird. Also ich hoffe, dass wir den Zeitrahmen von einer Stunde nicht überschreiten werden. Punkt 1 werde ich einen kurzen Überblick geben. Grundsätzlich nicht nur zur islamischen Finanzwirtschaft, sondern auch was momentan denn wirklich an den Finanzmärkten so passiert, denn viele Leute hören ja Mario Draghi zum Beispiel am Donnerstag angekündigt, er wird eine Billion Euro Staatsanleihen kaufen. Was bedeutet das für mich konkret, für den Einzelnen hier in Deutschland oder in Europa, aber auch dann eben im Vergleich dazu die islamische Finanzwirtschaft darstellen und dann zeigen, warum der islamische Weg eigentlich der richtige ist. Als dritten Punkt habe ich mir dann vorgenommen, die islamischen Finanzprodukte konkret vorzustellen
Und dann eben auf der Basis, was die Großinvestoren machen, was wir zum Beispiel tagtäglich in der Arbeit machen, aber auch was jeder Einzelne hier im Saal an Finanzprodukte zur Auswahl hat, die dann wirklich scharia-konform oder eben dann nach der Lehre des Korans zur Verfügung stehen. Und zum Schluss, in Punkt 4, möchte ich dann eben einen kurzen Ausblick geben, wohin die Reise inshallah gehen wird. Gut, dann fangen wir an mit dem Überblick. Jetzt gerade im Rahmen der, ich sage jetzt mal, der islamfeindlichen Bewegung, die momentan in Deutschland stark zu spüren ist oder auch in Europa, möchte ich einfach nur mal kurz den Blick hinwerfen auf, wie viele Muslime gibt es denn weltweit? Also man sieht hier sehr schön auf der Grafik, ich hoffe, das kann jeder lesen. Ist es überall erkennbar? Ja. Also man sieht sehr schön, dass der islamische Bevölkerungsanteil von 1990 weltweit langsam, aber schrittweise ansteigt. Also wir waren 1990 bei etwa 20% Muslime weltweit. Also wenn man davon ausgeht, ich versuche das ein bisschen zu runden, wir sind etwa bei 7 Milliarden Menschen zurzeit. Und im Jahr 2010 waren es etwa 23,4%. Wir können jetzt ungefähr sagen, es waren 25%. Also kann man sagen, 1,5 Milliarden Muslime weltweit. In Europa sieht man auch schön die Zahl. 1990 waren es etwa 4,1%. 2010 waren es etwa 6% und im Jahr 2030, inshallah, werden es 8%, also als Prognose. Ja. Auch der muslimische Anteil in Europa steigt stetig. Bei Europa kann man etwa sagen, 750 Millionen Menschen in Europa und davon etwa insgesamt 6%, round of ungefähr 60 Millionen Muslime europaweit. Und dann kann man das noch weiter unterbrechen und dann eben die Frage stellen, ist Pegida wirklich eine Bewegung, die berechtigt ist? 1990 3,2%, 2010 sind 5%, 2030 werden es 7% etwa sein. Okay, wir steigen, wir werden mehr Muslime, relativ gesehen zur deutschen Bevölkerung, aber sind wir denn wirklich so viel? Also momentan sind es etwa 4 Millionen Muslime bundesweit, auf 80 Millionen, glaube ich, nicht eine weltbewegende Größe. Aber was, glaube ich, schon zu erwähnen ist, wenn man sich die Wachstumsrate, also wie stark steigen denn die Muslime oder wie stark steigt die Anzahl der Muslime von Jahr zu Jahr, dann muss man Folgendes erkennen. In den Jahren von 1990 bis 2000 sind die Nicht-Muslime in Europa gleich geblieben. In etwa 750 Millionen, immer gleich geblieben. Während die Muslime jährlich 2,2% mehr geworden sind. Ja? Also wir wachsen. Alhamdulillah. Also hier, das ist quasi die Linie. Wenn man hier drunter liegt, dann wird man weniger, liegt man drüber, dann wird man mehr. Und in den kommenden Jahren, inshallah, werden wir zwar von der Wachstumsdynamik abnehmen, also wir wachsen nicht mehr so stark, aber wir wachsen trotzdem. Das bedeutet, 1,6% jedes Jahr mehr Muslime in Europa. Während die Europäer an sich in Summe, das sieht man hier, in den nächsten 10 Jahren um 0,1% weniger werden. Also wenn man auch schon ausgeht, sind 750 Millionen in Europa, dann kann man sagen, pro Jahr werden es immer 57.000 Europäer weniger. Während die Muslime eben an ihrem Anteil jährlich um 1,6% steigen. Also das ist eigentlich schon eine ziemlich bewegende Zahl, vor allem wenn man sich überlegt, die Muslime, hier ein Viertel der Weltbevölkerung, an das möchte ich immer wieder zurückknüpfen, ein Viertel der Weltbevölkerung ist muslimisch. So viel dazu. So, jetzt versuche ich einfach mal den Schritt weiter zu gehen und den Bogen zu spannen zur Finanzwirtschaft. Und da gab es letzte Woche, ich glaube einige haben es wahrscheinlich in den Medien gesehen, den Armutsbericht von Oxfam. Oxfam ist eine Hilfsorganisation, die ist weltweit tätig und die hat Folgendes gesagt. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und danach, wenn ich das hier ausgeführt habe, werde ich erst zum islamischen Finanzsystem kommen. Die Grafik hier sagt eigentlich etwas sehr, sehr Interessantes. Sie sagt Folgendes, dass 99% der Menschen auf dieser Erde, das ist hier diese grüne Grafik, ja, 99% der Menschen auf dieser Erde, knapp 50% der gesamten Vermögensgegenstände besitzen. Also all das, was in Vermögensgegenstände investiert ist, ist bei 99%. Wir sind hier ungefähr, jetzt sagen wir mal, hier bei der Hälfte. Das ist 50%. Also 50% gehört
gehören 99% dieser Menschen. Und der Rest, die restlichen 50% gehören wieder 1%. Also, wenn man das runterbricht, kann man sagen, 7 Milliarden Menschen besitzen etwa 50% des Vermögens und 70 Millionen Menschen besitzen den Rest. 1% 50 und 99% wieder 50. Jetzt komme ich langsam in Richtung das Ripper-Geschäft. Ja? Was ist denn eigentlich die Ursache dieser Ungleichverteilung, dieses Ungleichgewichts? Und wenn man sich das jetzt weiter anschaut, und das ist, glaube ich, so mitunter das, was es am besten trifft, wenn man sich überlegt, das ist eigentlich am Anfang etwas schwer zu lesen, ich weiß, ich habe es leider nicht übersetzt, aber wenn man sich anschaut, 50% der Weltbevölkerung, also von den ärmsten 50%, also sämtliche Menschen 50%, wie viel besitzen die? Und nimmt quasi das Geld, das die reichsten Menschen auf dieser Erde haben und schaut, damit die auf einem Gleichgewicht sind, dann kommt man zu dem Schluss, dass die reichsten 388 Menschen auf dieser Erde, nur 388 Menschen, im Jahr 2010 genauso viel besessen haben wie 50% der Weltbevölkerung. Das war 2010. Wenn man jetzt aber weitergeht, dann kommt man im Jahr 2014 auf 80 Personen. Also 80 Personen besitzen etwa genauso viel wie 50% der Menschen auf dieser Erde, wie 3,5 Milliarden Leute. Das sind zwei Kleinbusse. 80 Personen, also ein Warren Buffett, ein Bill Gates, ein George Soros, auch die saudi-arabische Königsfamilie. Wenn man die zusammentut, wenn man 80 Reichsten zusammentut, kann man sagen, dass sie genauso viel besitzen wie 3,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und genau das ist eben das Problem der jetzigen Finanzwirtschaft. Wir haben eine unglaublich große Schere. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Und woran? Und was ist das Problem dieser ganzen Geschichte? Das Problem ist eben der Zins. Der Zins führt dazu, dass die Reichen reicher werden und die Armen ärmer werden. Das Kapital befindet sich in den Händen weniger und die meisten Menschen auf dieser Erde haben eben keinen Zugriff auf dieses Kapital. Jetzt nochmal zurück. Nur, hier haben wir gesagt, ein Viertel der Menschheit muslimisch. Dann müsste man ja denken, dass das islamische Finanzwesen oder das Investieren scharia-konform nach dem Koran ja eigentlich doch sehr verbreitet sein muss. Wenn man sich jetzt aber diese Grafik anschaut, dann sagt es schon einiges über das islamische Finanzwesen. Also hier zeigt man zum Beispiel, was an Vermögensgegenständen weltweit dann so verteilt ist. Das bedeutet, die Banken, das sind die reichsten auf dieser Welt. Es gibt nichts, was reicher ist als die Banken. Die verfügen über ungefähr 70 Billionen US-Dollar. Nicht Milliarden, sondern Billionen. Es ist eine Zahl mit 12 Nullen. 70 und 12 Nuller. Dann kommen die Kapitalmärkte, das ist der Punkt 2. Die sind ungefähr bei 50 Billionen US-Dollar. Man kann mittlerweile auch schon fast sagen von Euro, weil der Euro mittlerweile so schwach ist, dass Euro und US-Dollar eigentlich das gleiche ist. Aber wir reden jetzt hier von Dollar. 50 Billionen US-Dollar. Und erst dann kommt der Punkt 3. Und der ist ziemlich wichtig. Der Punkt 3, das sind auch in etwa 50 Billionen US-Dollar. Das ist das, was die gesamte Welt in einem Jahr produziert. Die gesamte Welt produziert 50 Billionen an Gegenwert in einem Jahr. Und die Banken haben das Vielfache von dem, was die ganze Welt produziert. Dann kann man weitergehen, dann haben wir die Pensionsfonds, also der die Rentenkasse einbezahlt. Die Rentenkasse investiert das Geld. Dann sind wir ungefähr hier bei 30 Billionen US-Dollar. Und es geht dann so weiter und weiter und weiter, bis wir dann irgendwann mal hier ankommen, Punkt 13. Bei der islamischen Vermögensverwaltung oder bei den islamischen Vermögen. Das ist gerade mal weniger als 1% aller Vermögen auf dieser Erde. Also 25% der Muslime, 25% Weltbevölkerung muslimisch, aber weniger als 1% Vermögen in Händen der, oder sagen wir mal, islamisch investiert. Nichtsdestotrotz sagen aber viele Marktteilnehmer, dass der islamische Markt
oder sagen wir mal der islamische Vermögensmarkt durchaus ein Wachstumsmarkt ist. Er steigt und steigt und steigt. Wenn man sich überlegt, 1990 waren wir bei 200 Milliarden, also das Billion, US-Dollar, Billion ist in einem amerikanischen und im englischen Milliarden. Das sind 200 Milliarden und das geht dann schön langsam nach oben, bis wir jetzt ungefähr bei 2 Billionen US-Dollar sind. Oder man kann auch von Euro reden. Aber wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel letzte Woche am Donnerstag der Mario Draghi, das ist der Chef der Europäischen Zentralbank, gesagt hat, er wird für die nächsten Monate 1 Billion in den Markt stoßen an Geld, dann ist das eigentlich doch sehr, sehr gering. Das ist alles, was wir Scharia-konform auf dieser Welt nach der Lehre des Korans investiert haben, weltweit. Das macht nicht mehr aus als 1% aller Vermögenswerte auf dieser Erde. Und wenn wir schon von der vom reichen Europa reden, dann muss man natürlich das auch alles hinterfragen, denn das Problem der ganzen Geschichte, was ich schon eingangs erwähnt habe, ist eben der Zins und der Zinseszinseffekt, Riba, was bei uns im Islam explizit verboten wird. Wenn man sich die Staatsverschuldung anschaut pro Kopf, dann kann man sagen, dass die Japaner pro Kopf etwa 80.000 US-Dollar oder sagen wir mal 80.000 Euro pro Kopf verschuldet sind. Wie hier in Deutschland. Jeder Einzelne, der hier sitzt, hat etwa 30.000 Euro Schulden. Das ist natürlich nicht das, was wir auf dem Konto haben, sondern das, was der Staat an Schulden weltweit aufgenommen hat. Und das zahlen wir in Form von Steuern, in Form von Mehrwertsteuer, in Form von Kapitalkosten, die auf die Preise umgewälzt werden. Also jeder Einzelne hat 30.000 Euro Schulden, so wie er hier sitzt. Insgesamt hat Deutschland 2 Billionen Euro Schulden. Ja, ich weiß, es ist schwierig, aber es sind einfach die Zahlen. Ja? Und insgesamt zahlt Deutschland jedes Jahr, das ist vielleicht auch interessant, 42 Milliarden Euro an Zinsen. Und wie zahlen die Deutschen das Geld? Indem sie die Steuern einnehmen. Sie finanzieren damit Infrastrukturprojekte, sie zahlen damit die Systeme, die bezahlt werden müssen, aber sie zahlen natürlich auch Zinsen. Und woher kommen die Steuern? Von uns. Jeder Einzelne trägt indirekt natürlich auch einen gewissen Anteil an Zins durch Steuern, durch Preise, die eben hier festgelegt werden. Wenn man sich überlegt, bei der Miete, wie hoch sind denn die Kapitalkosten bei der Miete, die man zahlt? Kapitalkosten und damit auch dann eben Kapitalkosten, ist nichts anderes als Zins, sind in etwa 20-30%, die nur in Form von Riba an den Vermieter bezahlt werden. Das muss man wissen. Trinkwasser, alleine Trinkwasser, 15% Zinsanteil. Also man versucht natürlich zinsfrei zu leben, aber der Zins steckt überall. Er ist überall versteckt. Die Kapitalkosten im Schnitt, wenn man die Lebenshaltungskosten sich anschaut, wenn man einkaufen geht, essen, trinken, Wohnung, Kleidung etc., kann man sagen, dass der Zinsanteil zwischen 15-30% liegt, was man von seinem Gehalt 1:1 abgeht, netto an Zinsen. Was an der Übersicht aber noch schön ist, dass das größte islamische Land oder das bevölkerungsreichste islamische Land, Indonesien, die kleinste Staatsverschuldung hat pro Kopf. Die haben eben nur 1.000 US-Dollar pro Kopf an Schulden. Also zumindest eine gute Nachricht. So, und um das Ganze noch ein bisschen zu steigern, habe ich jetzt mal diese Grafik mitgebracht. Die versuche jetzt ein bisschen zu erklären. Also das kennen wir ja schon, die 50 Billionen US-Dollar, das ist das, was die gesamte Welt pro Jahr produziert. Egal wo man ist, jeder, der hier sitzt, überall 50 Billionen. Wenn man sich anschaut, die Kapitalmärkte weltweit haben etwa 100 Billionen. Und dann gibt es noch diese Riesenbombe, von der eigentlich keiner spricht und die eigentlich nur an den Kapitalmärkten bekannt sind. Diese Bombe heißt die Derivatebombe. Wir nennen sie quasi im Fachjargon Derivatebombe, weil sie nichts anderes ist als eine abgeleitete Version oder eine abgeleitete Bombe im Sinne von hinter diesem Konstrukt, das so groß ist wie 20 Mal dessen, was die ganze Welt produziert,
nichts dahinter steckt, außer der Zins. Das ist das, was die Banken untereinander nach links und nach rechts verschieben, indem sie neue Finanzprodukte entstehen lassen. Aber hier, dieses ganze Ding ist 10-mal so groß wie das, was die gesamte Welt produziert und ist eigentlich nichts anderes als Zinsspekulation. Und das kommt in den meisten Statistiken nicht vor. Also die Banken machen das Geschäft zwischen untereinander und müssen es aber nicht dem Regulator direkt bekannt geben. Und viele Wirtschaftswissenschaftler sagen eben, dass irgendwann mal diese Bombe explodieren wird. Das war schon mal der Fall 2008 zur Finanzmarktkrise in den USA. Da ist aber nur ein ganz kleiner Teil von dieser Bombe explodiert. Und wir warten jetzt von Jahr zu Jahr, bis wieder die nächste Bombe explodieren wird. Gut, jetzt glaube ich, habe ich ein wenig verschüchtert, deswegen kommen wir wieder zurück und versuche jetzt wirklich den Sprung zu machen von der normalen Bank oder von dem normalen Finanzsystem hin zum islamischen Finanzwesen. Gut. Der generelle Unterschied, wie ich schon am Anfang gesagt habe, und weshalb es hier dann auch niemals zu dem hier kommen würde, zu dieser Megabombe, ist eben, dass die normale Bank Geld dem Kunden leiht. Und sie bekommt nichts anderes zurück als Geld mit Zinsen. Das ist der Kreislauf einer normalen Bank. Und dann haben wir eben die islamische Bank, die vom Konzept her anders aufgebaut ist. Die hat immer einen realwirtschaftlichen Zusammenhang. Also es werden Güter, Dienstleistungen, Projekte etc. quasi an den Kunden gegeben und er gibt das Geld weiter. Hier bei der Bank, die hat ja am Ende des Tages mit der Realwirtschaft nichts mehr zu tun. Hier ist es wirklich so, man geht auf einzelne Projekte, man geht auf bestimmte Dienstleistungen, man geht auf bestimmte Güter und man ist immer mit der Realwirtschaft verbunden. Das Problem des jetzigen Systems ist, dass eben die Finanzwirtschaft mit der Realwirtschaft, also das, was wirklich produziert wird, nichts mit zu tun hat. Die beiden haben sich völlig entkoppelt. Und deswegen haben viele Ökonomen auch riesige Angst davor, dass das irgendwann mal platzen könnte. Wenn man sich einfach mal überlegt, es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man vor ungefähr 1400 Jahren einen Cent angelegt hätte, einen Cent, und ich hätte ihn zu 5% verzinst, dann wäre ich jetzt bei einem Vermögen, das quasi eine Goldkugel so groß wie diese Erde wäre. Und genau diese Entwicklung machen wir jetzt gerade. Also die Verschuldung steigt und sie steigt jetzt ins Unermessliche. Wenn man sich überlegt, wie viele Goldvorkommen es denn weltweit gibt, wenn man all das Gold, das es hier auf dieser Erde gibt, zusammenschmelzen würde, dann käme man ungefähr auf 160.000 Tonnen. Das ist ungefähr ein Würfel, der ist so groß wie, ich würde sagen, dieser Raum. Das gesamte Gold auf dieser Erde passt in diesen Raum. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Von der Höhe noch 20 Meter ist ein bisschen höher, okay? Aber es ist sehr überschaubar. Wenn ich aber einen Cent vor 1400 Jahren angelegt hätte, hätte ich jetzt den Anspruch auf eine Weltkugel Gold. Und da zeigt sich's, Ripple ist der falsche Weg. Und das nächste Problem ist eben, dass das Geld, auf das wir jetzt so hoffen und vertrauen, hier auf den Euro, auf den Dollar und auch in den arabischen oder in den islamischen Ländern, das ist ja nichts anderes ist auch als Vertrauen. Es war früher, bis 1944, war es so, dass, 1944 ist in Bretton Woods beschlossen worden, dass quasi ein Goldstandard definiert wird. Das bedeutet, jeder Dollar, der ausgegeben worden ist, mit einer gewissen Anzahl an Gold hinterlegt worden ist. Also wenn ich 35 US-Dollar hatte damals, dann konnte ich zur Zentralbank gehen und habe für die 35 US-Dollar wieder eine Unze Gold bekommen. Das sind ungefähr 30 Gramm. Das ging so weit, bis dann die Amerikaner in den Vietnamkrieg gezogen sind und so viele Schulden gemacht haben, dass sie einfach die Dollar, die sie ausgegeben haben mit dem Gold, das es gab, nicht mehr decken konnten. Und dann kam damals Nixon 1971 und hat gesagt, wir verzichten auf diese Golddeckung, auf diesen Goldstandard und das Geld ist nur noch das wird, was wir festlegen. Hat mit Gold nichts mehr zu tun. Und deswegen ist
Geld nichts anderes als Papier und Münzen. Und Geld lebt nur vom Vertrauen der Menschen und sonst nichts. Es geht so lange gut, solange die Menschen auch an dieses System glauben. Wenn sie aber dann eben nicht mehr glauben an dieses System, dann ist das Geld nichts mehr wert, dann ist es nur noch das Papier und mehr auch nicht. Und das Problem der ganzen Sache ist eben, dass dieser Zins und der Zinseszinseffekt das gesamte System irgendwann mal gegen die Wand fahren lässt. Und ich denke, dass wir deswegen auch hier zusammensitzen, um einfach zu sagen, es gibt ein System, das ohne Riba auskommt, und zwar das islamische Finanzsystem. Alhamdulillah, es gibt das islamische Finanzsystem von der Struktur frei von Riba, frei von Zins. Nur die Implementierung ist eine andere. So. Jetzt gehe ich kurz ein auf die Prinzipien der islamischen Finanzwirtschaft. Und man überlegt sich, also das große Thema ist der Zinsverbot. Wobei Zinsverbot ja schon auch in anderen Regionen vorgekommen ist. Also die alten Griechen zum Beispiel, die haben gesagt, Geld ist unfruchtbar und kann keinen Jungen bekommen. Das ist nichts anderes als Zinsverbot oder beziehungsweise ist es nicht möglich und auch nicht wirtschaftlich, dass Geld, wenn man es verleiht und es zurückbekommt, mehr wird. Weil es passiert ja nichts mit diesem Geld. Die Christen zum Beispiel, auch die sagen, gebt ein Darlehen, aber hofft euch keinen Gewinn davon. Es ist ein Zinsverbot. Also in der christlichen Theologie oder in dem christlichen Glauben ist das Zinsverbot auch verankert. Hier nochmal ein Zitat vom Papst Leo. Zinsnehmen ist für alle Christen verboten. Auch der Papst hat damals gesagt, dass das Zinsnehmen verboten ist. Oder eben auch Martin Luther, Wucher ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Zinsnehmen ist ein Wucher. Das Problem ist eben nur, dass im Mittelalter, die damals so Kredite so konzipiert haben, dass sie gesagt haben, okay, ich gebe dir 1000 D-Mark oder ich gebe dir 1000 Gulden oder was auch immer, oder 1000 Goldtaler, die gibst du mir zurück. Aber wenn du dich verspäten solltest, sagen wir mal, du gibst es mir in 6 Monaten, wenn du aber dann in 7 Monaten erst zu mir kommst und mir das Geld zurückgibst, dann gibst du mir 1000 Taler und nochmal 5 Taler als Verzugszins, also als Strafe. Und das war so die Geburtsstunde des Zinses. Damals waren die Zinsen noch sehr niedrig, aber damit hat man quasi das Zinsverbot durch die Kirche aufgeweicht und hat quasi mit dem Zins Tür und Tor geöffnet. Im Islam hingegen ist es ganz klar geregelt. Ein absolutes Riba-Verbot. Im Koran wird des Öfteren darauf hingewiesen. In der Surah Baqarah, diejenigen, welche Zins verzehren, sollen nicht anders dastehen als einer, den Satan erfasst und niedergeschlagen hat. Dies, weil sie sagen, Kauf ist das gleiche wie Zinsnehmen. Allah hat den Kauf erlaubt, aber das Zinsnehmen verboten. Punkt. Da wird nicht diskutiert, da gibt es keine, wir weichen es auf wegen Verzögerungszins oder sonst irgendwas. Verbot ist Verbot. Oder auch Surah Al-Imran, O ihr, die ihr glaubt, verzehrt nicht den Zins, um ein Vielfaches vermehrt, sondern fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge. Oder auch in Surah Ar-Rum, was ihr nun auf Zins ausleiht, um es mit dem Vermögen der Menschen zu vermehren, das vermehrt sich nicht bei Allah. Doch was ihr an Steuern richtet, im Trachten nach Allahs Angesichts, sie sind es, denen ihr Einsatz vervielfacht wird. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Riba in Form von Zins nicht erlaubt ist. Und auf Basis dieses Verbotes hat der Islam auch bestimmte Wirtschaftskonstrukte entwickelt, die ohne Riba auskommen. Denn wenn man sich überlegt, die Verschuldung steigt von Jahr zu Jahr und sie steigt so stark, dass es irgendwann mal nicht, dass die Länder nicht mehr in der Lage sind, die Schulden zurückzuzahlen. Also Amerika sagt jetzt schon, wir werden unsere Schulden nicht mehr zurückzahlen. Sie wissen, dass sie es nicht machen können. Unmöglich. Und der Islam bietet Konzepte, Gegenkonzepte an, um eben mit ohne Riba auszukommen. Welche das sind, werde ich jetzt dann im Weiteren noch ausführen. Es gibt natürlich einige Prinzipien im Islam, die eingehalten werden müssen. Und auf Basis dieser Prinzipien und dem Zinsverbot basiert quasi die gesamte islamische Finanzwirtschaft. Natürlich haben wir das Verbot des Haram. Das nennt sich nichts anderes als die Unsicherheit oder die Spekulation. Wenn man irgendwie eine Unsicherheit in dem Preis hat, in der Qualität, in der Quantität, in der Lieferzeit. Das beste Beispiel ist eben, wenn ich einen Vertrag ausmache, dann habe ich lieber die Taube in der Hand als den Spatzen auf dem Dach. Denn der Spatz auf dem Dach, der gehört mir noch nicht. Da weiß ich nicht, wann ich ihn kriege, ob er irgendwann mal da ist. Aber wenn ich die Taube in der Hand habe, die kann ich zum Beispiel weitergeben. Das bezieht sich aber natürlich nicht auf Risiken. Also wenn ich mich als Investor
an einem Unternehmen beteilige, dann weiß ich genau, das Unternehmen kann entweder Gewinne erwirtschaften oder Verluste. Ich beteilige mich an dem Gewinn und an dem Verlust. Ich nehme Risiken auf. Das ist aber nicht zu vergleichen mit Unsicherheit oder Spekulation. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Dann haben wir natürlich Messer, Lochemar. Das sind Transaktionen mit Glücksspielcharakter. Das ist nichts anderes als eine Art, wir nennen es Nullsummenspiel. Das, was du verlierst, gewinne ich. Also das beste Beispiel ist das Wetten. Wenn ich zum Beispiel mit irgendjemandem wette, dass der FC Bayern gewinnt und ich sage, Real Madrid gewinnt, ich gewinne, wenn Real Madrid gewinnt und du gewinnst, wenn FC Bayern gewinnt, 10 Euro, dann gewinnt er und ich verliere. Und dieses System ist falsch. Es muss jeder in einem partnerschaftlichen Element gewinnen oder verlieren. Ich kann nicht auf Kosten eines anderen gewinnen oder der andere kann nicht verlieren, weil ich gewinne. Das ist nicht erlaubt. Und dann haben wir natürlich, so wie ich schon am Anfang erwähnt habe, den Eigentumscharakter. Also es muss alles mit der Realwirtschaft, mit dem, was hier wirklich passiert, verbunden sein. Ich kann nicht irgendein Finanzkonstrukt mehr entwickeln in meinem Kopf. Das machen die Mathematiker, die machen das möglichst kompliziert, damit es keiner versteht, damit die auch schön viele Prämien und versteckte Kosten noch einbauen können, das nichts mit der Realwirtschaft zu tun hat. Wie das genau passiert, das werde ich nochmal im Genaueren erklären, inshallah. Dann haben wir natürlich noch eine weitere Vorgehensweise bei der islamischen Finanzwirtschaft. Und zwar, wir gucken nach ganz bestimmten Unternehmen, die nach Scharia-Konformität zertifiziert sind. Also es gilt natürlich, wenn ich mir ein Unternehmen anschaue und ich möchte mich an dem Unternehmen beteiligen, in Form einer Aktie. Eine Aktie ist nichts anderes als ein Anteil an einem Unternehmen. Dann gucke ich erstmal natürlich, ob sich das Unternehmen an das Zinsverbot hält. Ich schaue, ob das Unternehmen spekuliert. Und ich habe natürlich auch Branchen, in die ich natürlich nicht investieren darf. In welcher Form, wie ich das mache, das kommt in den nächsten Schritt. Weil jeder hat natürlich ein wenig Geld und möchte es dann am Ende des Tages scharia-konform investieren. Aber um zu schauen, ob das wirklich korrekt ist, muss ich erstmal schauen, ist das Unternehmen halal, scharia-zertifiziert? Da gibt es ganz bestimmte Stellen, die dann zertifizieren und sagen, ja, das ist halal oder das ist haram. Und ich schaue natürlich, handelt dieses Unternehmen mit Alkohol? Handelt es mit Glücksspielen, Tabak, Rüstung, Bank und Versicherungen? All diese Dinge sind nicht erlaubt. Und wenn ich weiß, dass ein Unternehmen, an das ich mich beteiligen möchte, in einer dieser Branchen tätig ist, dann ist es für mich nicht erlaubt. Die Börse, da komme ich später dazu, das komme ich noch, inshallah. Ja? Die Börse wird jetzt... Und bei uns, bei der Münchner Rück, wir sind quasi ein Rückversicherer. Also wir versichern die Versicherung. Nur damit man versteht, was da passiert. Also wenn ich oder wenn einer sein Auto versichert, dann zahlt er jedes Jahr, sagen wir mal, 500 Euro für die Versicherung seines Autos. Und diese Versicherung versichert sich nochmal bei der Münchner Rück, bei der Rückversicherung. Und das ist eben das Problem der ganzen Geschichte, dass dieser Kapitalstock, das Kapital der Versicherung und der Rückversicherung und der Banken immer größer und immer größer wird, weil sich jeder versichert. Am Ende des Tages ist aber der einzelne Kunde derjenige, der darunter leiden wird. Und wir haben eben, alhamdulillah, bei uns ein Gremium, ein Scharia-Board. Wenn zum Beispiel, ich nenne jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wenn in Abu Dhabi eine islamische Versicherung sich rückversichern möchte, dann müssen wir natürlich auch bestätigen und denen die Möglichkeit geben, dass die Rückversicherung, also die Versicherung versichert sich nochmal, auch islamisch ist. Und hierfür haben wir unser Scharia-Board, das ist ein Sachverständigenrat, die kümmern sich um solche Themen und geben uns quasi die Erlaubnis, ob wir das machen dürfen oder nicht. Also die kümmern sich beispielsweise um die Produkte und um die Prozesse innerhalb des Unternehmens. Die schauen immer auf die Produkte, die wir entsprechend investieren, in die wir investieren wollen, scharia-konform sind. Wenn es neue Produkte gibt, gibt es eine Fatwa von denen und die erlauben uns dann, und die zertifizieren am Ende des Tages eben die einzelnen Produkte. In unserem Scharia-Board beispielsweise, ohne groß Werbung zu machen, sitzt der Sheikh Wissam Ishaq aus Bahrain. Dann haben wir natürlich noch den Professor Yunus Swalhi aus Algerien. Ich glaube, der sitzt jetzt mittlerweile in Kuala Lumpur. Und Dr. Asmal Ismail,
der ist aus Malaysia, die kümmern sich um solche Themen. Also wenn wir beispielsweise sagen, wir haben hier ein islamisches Produkt und wir müssen das investieren, dann darf ich erst in dieses Produkt investieren, wenn diese drei Personen mir die Freigabe erteilen. Das beste Beispiel, wir werden jetzt am Montag, kommt der tunesische Finanzminister zu uns. Um 9 Uhr ist er bei uns, der Herr Abdel Hakim Hamouda, ja, und sein ganzes Gremium, die werden bei uns erscheinen, weil die nämlich Kapitalbedarf haben. Und die werden dann sagen, ja, wir machen das und jenes und wir benötigen so und so viel Geld und wir dürfen dann uns überlegen, ob wir ihnen Geld geben oder nicht und wie hoch der Zins ist. Das ist traurig, weil nämlich ein ganzer Staat zu einzelnen Unternehmen geht und um Geld bettet, würde ich fast schon sagen, aber so ist es nun mal. Die Staaten müssen zu den Investoren kommen, weil wir denen das Kapital zur Verfügung stellen, damit die quasi ihre Projekte in ihrem Land machen können. Und jetzt ganz konkret zu den einzelnen islamischen Finanzprodukten. Nochmal ganz kurz zum Unterschied zwischen der islamischen Bank und der konventionellen Bank. Also die islamische Bank hält sich an das generelle Zinsverbot. Während die normale Bank oder die europäische, die amerikanische oder die nicht-islamische Bank eben nur vom Zins lebt, von Provisionen und von Zinsen. Deswegen beziehen die sich auch ausschließlich auf Geldströme. Bei denen fließt nur Geld, sonst nichts. Die haben eigentlich mit der Realwirtschaft nichts zu tun. Und Geld nicht in Form von Papiergeld, sondern in Form von Zahlen im Computer. Während die islamische Bank konkret auf einzelne Projekte eingehen muss. Sie muss immer auf die einzelnen Projekte eingehen und Dienstleistungen sich genau anschauen. Also das heißt, ich gebe Geld, wenn ich Anteile in einem Unternehmen bekomme, als islamische Bank. Meine Erträge, meine Gewinne kommen eben, weil ich mich an einem Gewinn beteiligen kann. Wenn das Unternehmen gut läuft, an dem ich mich beteilige als Bank, dann bekomme ich einen Teil des Gewinns. Wenn es schlecht läuft, bekomme ich einen Teil des Verlustes. Die Bank, die normale Bank, die hat eigentlich nur Erträge aus Zinsen und Provisionen. Egal, ob das Unternehmen gut läuft oder schlecht läuft, die Bank bekommt immer ihr Geld. Es sei denn, der Schuldner geht pleite. Aber auch das ist für die Zinsen, für die Banken kein Problem, denn die sichern sich ab durch Versicherungen. Also egal was passiert, die Bank gewinnt immer. Also dieser Spruch, die Bank gewinnt immer, stimmt. Und im Endeffekt ist die Bank nichts anderes, hier in Europa oder eine nicht-islamische Bank, nichts anderes als eine Kapitalsammelstelle. Dort wird Geld zusammengewürfelt und das ist alles. Während die islamische Bank eben in die einzelnen Geschäfte mit einbezogen wird. Also sie muss sich an dem einzelnen Geschäft beteiligen. Ansonsten ist es nicht Scharia-konform. Jetzt gehe ich ganz kurz auf einzelne Möglichkeiten ein, wie die Bank sich in einzelnen Projekten beteiligen kann. Wir haben das Musharaka-Konzept, eigentlich sehr, sehr einfach und sehr verständlich. Wir haben eine Bank, eine islamische Bank, und wir haben einen Kunden, nennen wir ihn mal. Einen Unternehmer, der hat eine Idee, er möchte einen Bücherverlag gründen und er braucht Geld dafür. Sagen wir mal, er will jetzt 100.000 Euro. Dann geht er zu der Bank, bespricht mit der Bank das geplante Unternehmen, wie viel Kapital er braucht und zieht quasi den Rat der Bank an sich, weil nämlich die Bank auch Spezialisten hat. Die schauen sich das Unternehmen genauer an, gucken sich den Businessplan an und entscheiden dann auf Basis der Daten, die vorliegen und dem, was der einzelne Unternehmer mitbringt, ob sie sich beteiligen möchten oder nicht, in Form einer Musharaka. Das bedeutet dann eben, die Bank bekommt, sagen wir mal, hängt davon, natürlich davon ab, wie viel der Unternehmer Kapital braucht, 50% oder 10% oder 90%, jeweils in Abhängigkeit des Anteils an dem Unternehmen. Und während der Kunde dann eben entsprechend den Rest bekommt. Also ganz normales Beispiel, ich brauche 500.000 und ich habe einen Kapitalbedarf von 1 Million, dann bekommt die Bank 50% und ich bekomme 50%. Haben wir Gewinn in diesem Unternehmen, dann bekommt natürlich die Bank auch 50% entsprechend ihrer Anteile. Gibt es Verluste,
dann tragen die das beide. Ein weiteres Konstrukt, das ohne Zinsen auskommt, ist die Mudaraba. Hier geht es vor allem eben um Projektfinanzierung. Ja? Also hier agiert die Bank eigentlich ausschließlich als Kapitalgeber. Aber die Bank schaut sich natürlich das einzelne Projekt im Genauen an. Und der Unternehmer kommt mit seinen Ideen, mit seiner Zeit, mit seinem Arbeitsaufwand und gründet das Unternehmen, während die Bank eben als Kapitalgeber entsprechend zur Seite steht. Der Gewinn, der daraus erwirtschaftet wird, wird dann entsprechend der Anteile geteilt. Sagen wir mal wieder, die Bank hat 50%, dann bekommt die Bank auch 50% des Gewinnes. Wer hat sie nur 10%, dann bekommt sie nur 10%. Aber der große Unterschied ist eben hier, weil die Bank der Kapitalgeber ist, bei Verlusten trägt die Bank alle Verluste. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Unternehmer dann sagen kann, ja, die Bank hat das gesamte Risiko und wenn ich Gewinne mache, dann teile ich und wenn ich Verluste mache, dann ist es mir eigentlich egal. Also die Bank kann sich dann schon entsprechend absichern, indem sie sagt, wenn jemand mutwillig das Unternehmen schädigt, dann kann ich Sicherheiten hinterlegen und wenn das dann dabei rauskommt, dann muss eben der Unternehmer entsprechend die Sicherheit an die Bank weitergeben. Aber auch dieses System hier, so wie es da steht, ist eine reine Gewinnbeteiligung, beziehungsweise die Bank trägt auch die Verluste. Das bedeutet, man kommt ohne Zins aus, genauso wie hier in der Musharaka. Kein Zins, es wird niemals Zins erhalten. Eine weitere Möglichkeit, eine Beteiligung bzw. eine Finanzierung nach islamischem Recht durchzuführen, ist die Murabaha. Ich weiß, hier gibt es die größten Diskussionspunkte, weil nämlich die Bank nichts anderes macht, also wenn der Kunde beispielsweise ein Auto kaufen möchte und er hat das Geld nicht, dann geht er zur Bank und sagt, liebe Bank, ich brauche das Geld, geh doch bitte zum Verkäufer des Autos und erwerbe mir das Auto und verkaufe es mir. Die Bank macht natürlich Folgendes, sie sagt, ich kaufe dir das Auto, sie übernimmt das Risiko, denn das Auto gehört jetzt der Bank. Wenn in der Zwischenzeit der Preis von dem Auto fällt, dann zahlt die Bank natürlich das, was sie dem Kunden versprochen hat. Also sie hat das Risiko zu dem Zeitpunkt und überträgt dann quasi im nächsten Schritt hier dem Kunden das Auto oder eben das, was ausgemacht worden ist. Aber bevor es, und das ist wichtig, bevor es wirklich zu dem Austausch kommt, hat schon die Bank und der Kunde, die haben den Vertrag schon aufgesetzt. Und genau hier kommt eben ein kleines Problem auf. Auf der einen Seite trägt die Bank das Risiko, aber andererseits sagen wiederum Leute, wie kann es sein, dass eine Bank für mich im Auftrag ein Auto kauft, einen Gewinnzuschlag erwartet und mich an mich wieder teurer verkauft. Also man sieht schon, man hat sehr viele Diskussionspunkte. Nichtsdestotrotz argumentieren dann eben die Gelehrten, die sagen, die Bank hat das Risiko. In dem Moment, in dem sie quasi das Auto übertragen bekommt. Die Deutsche Bank macht ganz einfach hier, das hier gibt es ja nicht. Sie gibt ihm das Geld und der kümmert sich quasi um den Kauf und den Verkauf. Was dazwischen passiert, die Bank hat kein Risiko in Europa oder in die nicht-islamische Bank. Während die islamische Bank in dem Moment, in dem sie das hier übernimmt, natürlich auch ein Risiko trägt. Und damit argumentieren eben die Gelehrten, dass das eben kein Zins ist. Man muss aber sagen, und das zeigt eben die Praxis, die Banken, die richten sich sehr stark an einem Zins. Weil sie müssen ja im Vergleich zu den normalen Banken ja auch irgendwie was erwirtschaften. Ja? Sie dürfen keinen Zins annehmen, aber sie können zum Beispiel ihre Kalkulation oder ihre Berechnungsweise an einem Zins entsprechend ausrichten. Und auch hier gibt es sehr, sehr viele Diskussionen, aber die gängige Praxis in den islamischen Ländern oder in den islamischen Banken ist eben die, dass sie dann sagen, wir haben einen Zins, das ist unsere Vorgabe, aber wir erwarten keinen Zins, sondern wir wollen eben, weil wir das Risiko hier haben, eine entsprechende Beteiligung am Gewinn bzw. eine kleine Provision. Das sind so Grundkonstrukte, die in der islamischen Bank oder in der islamischen Finanzwelt entsprechend angewandt werden. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Wir haben natürlich auch die Börse. Ja, das ist jetzt etwas
abstrakter formuliert. Bei der Börse, wenn ich an der Börse investieren möchte, kaufe ich nichts anderes als einen Unternehmensanteil in Form einer Aktie. Also ich kaufe von BMW eine Aktie an der Börse. Die Börse ist nichts anderes als ein Marktplatz, wo sich Angebot und Nachfrage wiederfindet. Ich kaufe einen Anteil an BMW, gucke natürlich erst einmal, ob ich überhaupt BMW kaufen darf, ob es entsprechend Scharia-konform ist. Und dann wiederum, wie schon bereits erwähnt, wir haben diese einzelnen Branchen, wie Alkohol, wie Tabak, wie die Banken, wie die Versicherungen, wie Casinos, Hotels, all das dürfen wir laut dem Islam nicht investieren. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Es ist quasi die Bilanzprüfung, die man machen muss als jemand, der sich mit dem islamischen Finanzwesen auseinandersetzt. Ich schaue, welches Unternehmen hat nicht mehr als 30% an Fremdkapital in seiner Bilanz. Wenn das Unternehmen mehr als 30% an Fremdkapital in der Bilanz hat, dann ist es für mich nicht erlaubt. Das Problem ist eben, dass sehr, sehr viele Unternehmen unglaublich viel Fremdkapital verwenden, um unternehmerisch tätig zu sein. Aber für eine scharia-konforme Investition ist eine Verschuldung von weniger als 30% das Maximum. Entweder drunter oder ich darf es nicht nehmen. Und wenn dann diese einzelnen Aspekte, und es gibt noch wesentlich mehrere, noch viel, viel mehrere, wenn die alle passen, dann darf ich erst an der Börse ein scharia-konformes Unternehmen kaufen. Also an sich Aktien ist nicht haram. Aber ich muss natürlich die Vorgaben der Scharia bzw. der Scharia-Konformität prüfen lassen. Und da gibt es einige Gelehrten, die haben einen Index kreiert. Ein Index ist nichts anderes, als dass man die größten Unternehmen auf dieser Welt zusammennimmt, die quasi Scharia-konform sind, die Vorgaben der Scharia erfüllen und einfach in einen Topf schmeißen und dann sagt, ihr dürft als Muslime in diese Unternehmen investieren, weil sie weder in Schweinefleisch, noch in Glücksspiel, noch in Tabak, noch in Versicherungen investiert sind oder in diesen Branchen tätig sind, weil die Verschuldung entsprechend niedrig ist, etc. etc. Und wenn man sich das anschaut, das sind jetzt einige Beispiele, und mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert, aber beispielsweise im Energiesektor, ExxonMobil, man prüft die wirklich von A bis Z. Man schaut, ob die auch nur ansatzweise irgendwo tätig sind, was in Branchen, die haram sind. Man schaut sich die Bilanz genau an. Und wenn die Bilanzprüfung und eben auch die gesamte Prüfung korrekt verläuft und die dann sagen, ja, die haben den Test bestanden, erst dann darf ich an der Börse entsprechend mir einen Anteil oder eine Aktie oder so viele Aktien, wie ich dann eben möchte, an der Börse kaufen. Oder man kann auch, vielleicht kennt man in allen Bereichen Nestle. Nestle ist ein gutes Beispiel. Die machen halt Schokolade und sowas. Die sind von ihrer Branche halal, auch wenn sie zum Teil verschuldet sind. Also das muss man immer wieder dazu sagen. Ich habe am Anfang schon gesagt, der Zins ist überall versteckt. Es gibt niemanden, auch nicht hier im Raum, der keinen Zins zahlt. Also das muss man sich bewusst sein. Und so geht man eben pragmatisch an die Sache ran. Man sagt, Nestle arbeitet oder hat sein Tätigkeitsfeld in einer Branche, das nicht haram ist. Die Bilanz passt, die Verschuldung ist entsprechend niedrig und deswegen kann man als Muslim nach einer Zertifizierung entsprechend in diese Unternehmen als Beispiel. Es gibt noch wesentlich mehrere, aber das ist nur ein Beispiel. Das sind die größten quasi, die man wählen kann, entsprechend investieren. Und oft kommt dann eben der Vorwand oder oft kommen dann eben auch die Kollegen zu mir und sagen, hey, das islamische Finanzsystem, das lohnt sich ja gar nicht, das rechnet sich ja nicht. Eigentlich habt ihr so viele Restriktionen, ihr dürft in das nicht investieren, ihr dürft in das nicht investieren, das ist haram und das, aber das stimmt ja nicht. Ja? Wenn man sich nur als Beispiel mal diesen Zeitverlauf anschaut, das ist nichts anderes als einen Vergleich, die weiße Kurve, also das Weiße hier, das ist so der Verlauf der islamisch konformen Aktien über die letzten 4-5 Jahre.
2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Das ist das Weiße, ja. Und das Rote sind die normalen Aktien, ja, so wie sie tagtäglich gehandelt werden. Und dann kann man natürlich sagen, eine Investition nach der Scharia, so wie sie von den Gelehrten erlaubt ist, hat A, sehr viel positiven Beitrag geleistet und sie ist sogar besser gewesen als die normale, konventionelle Investitionsanlage an der Börse. Und hier sind nur, also hier sind nur Unternehmen, die wirklich Scharia-konform zertifiziert sind. Da gibt es die Gelehrten, unter anderem auch die, die ich vorhin genannt habe, aber auch noch andere in den arabischen Ländern, die das machen, die das zertifizieren und dann sagen, ihr dürft in diese Unternehmen investieren. Und man sieht schön, die weiße Linie liegt immer schön über der roten. Gut, hier sind sie wieder zusammengelaufen, aber grundsätzlich, das, was ich sagen möchte, ist, scharia-konformes Investment oder scharia-konforme Investitionen sind nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Das beste Beispiel ist in den 90er Jahren, da gab es das große amerikanische Unternehmen Enron. Die haben zigtausende von Mitarbeitern gehabt, die sind gewachsen und jeder wollte in dieses Unternehmen investieren. Und die haben Folgendes gemacht, die haben einfach sich so weit verschuldet, bis sie einfach nicht mehr konnten und dann pleite gegangen sind. Ich glaube, es sind dann 60.000 Menschen von heute auf morgen einfach arbeitslos gewesen. Aber durch die Scharia-Zertifizierung ist es eben so gewesen, dass die Leute gesehen haben, okay, die haben einen Verschuldungsgrad erreicht, die haben zu viele Schulden gemacht, also schmeißen wir sie raus. Die dürfen nicht laut der Scharia in unserem Index, also hier, haben die nichts verloren. Wir nehmen sie raus. Deswegen sind solche Katastrophen in der scharia-konformen Anlage wesentlich unwahrscheinlicher als bei den normalen. Wie mache ich es zum Beispiel? Nur als Beispiel. Also mein Sohn, der ist jetzt 12 Jahre alt und dem habe ich bei der Geburt eine entsprechende scharia-konforme Anlage zur Verfügung gestellt. Also ich habe ein Wertpapierdepot eröffnet. Das ist nämlich das Gute, weil ich muss auch noch dazu sagen, die ganzen Leute, die versuchen, ihre islamischen Produkte zu verkaufen, das, man darf natürlich nicht vergessen, also wenn irgendwas an einen gegeben wird, dann erwarten die natürlich eine Provision. Sie haben oft einen Ausgabeaufschlag und natürlich haben wir noch eine Managementgebühr. Und bis ich all das wieder bewirtschaftet habe, vergeht sehr viel Zeit. Das bedeutet für mich, dass ich am Anfang wirklich erstmal Verlust mache. Deswegen gibt es eben die Möglichkeit, jetzt für den Einzelnen, wo keiner dran verdient, dass man beispielsweise diese ETFs, nennen sie sich, Exchange Traded Funds, die nichts anderes machen als scharia-konforme Aktien nachbilden. Man kann jeden Tag bei denen reinschauen in einem Wertpapierdepot, das absolut zinsfrei ist, und man kann sich Anteile an diesen ETFs kaufen und man kann sie jederzeit verkaufen. Aber man muss natürlich immer schauen, welche Risiken möchte ich als Privatperson bei meiner Anlageentscheidung eingehen. Also Aktien an sich sind nicht haram, sie müssen aber der Scharia entsprechen, beziehungsweise den Vorgaben der Scharia. Und man muss immer als Privatperson aufpassen, dass man nicht irgendwelche Produkte kauft. Und ich habe schon viele Produkte gesehen, wo ich 5% Ausgabeaufschlag hatte. Also bevor ich einen Anteil oder bevor ich investieren durfte, musste ich erstmal 5% Kosten bezahlen. Dann musste natürlich die Provision bezahlt werden des Vermittlers. Das machen viele gerne. Und dann habe ich natürlich eine Managementgebühr, denn der Fondsmanager will natürlich auch verdienen. Und eine gute, günstige Alternative sind diese ETFs. Da gibt es keinen Manager, da gibt es keine Gebühr und da gibt es auch keine Provision. Und sie ist Scharia-zertifiziert. Nur als Beispiel. Hier haben wir quasi das Gegenteil zur Aktie. Also Aktie ist nichts anderes als ein Anteil an einem Unternehmen. Und hier haben wir eben eine islamische Anleihe oder auch ein islamischer Kredit. Damit handeln sozusagen die großen Investoren. Die großen Investoren, wie zum Beispiel die Münchner Rück, machen nichts anderes als, dass beispielsweise ein Unternehmer, wir sagen jetzt mal für ein letztes Beispiel ein Möbelhaus, sagen wir mal, das Scharia-konform die Geschäftsidee aufgebaut hat, 1 Million Euro, oder sagen wir mal, ja gut, das ist jetzt nichts für einen Großinvestor, 100 Millionen Euro braucht, um zu expandieren. Sie wollen eine neue Fabrik bauen. Dann macht der Unternehmer nichts anderes, als dass er sagt, ich nehme meine jetzige Fabrik, so wie ich sie habe, die mir gehört, und verkaufe sie
an eine Vermögensgesellschaft. Sie gehört aber weiterhin mir und versuche über diese Vermögensgesellschaft Kapitalgeber, Investoren, hier mit reinzunehmen. Damit kann ich quasi einen Anteil, einen Eigenkapitalanteil an der Vermögensgesellschaft weitergeben an den Investor und bekomme dafür Geld, um quasi meine zweite Fabrik zu bauen. Das Problem ist aber nur, dass die großen Investoren wie die Banken oder die Versicherungen oder die Rückversicherer einfach keine Zeit haben, sich jeden Tag mit den Ideen der einzelnen Geschäftsleute auseinanderzusetzen. Deswegen machen die Folgendes: Man nimmt diese Vermögensgesellschaft, teilt sie in kleine Stücke und verbrieft sie, sagt man bei uns. Also man macht nichts anderes, als dass man denen ein Stück Papier zur Verfügung stellt und Anteile draufschreibt. Und dann sagt man, okay, das ist ein Sukuk, der hat einen Wert von 100, sagen wir jetzt mal, und davon geben wir 1 Million Stück aus, dann sind wir etwa bei 100 Millionen und jeder der Großinvestoren kann sich an dieser Vermögensgesellschaft in Form von diesem Sukuk beteiligen. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber nichts anderes als eine Beteiligung an einer Vermögensgesellschaft, um eben diesem Unternehmer, dem Möbelhändler oder dem Möbelfabrikanten entsprechend Geld zur Verfügung zu stellen. Und damit hat man eben auch die Möglichkeit, bei den großen Investoren entsprechend Geld einzusammeln. Auch hier wiederum, man wird immer am Gewinn und am Verlust beteiligt. Man hat hier keine Zinseinnahmen oder Zinseinkünfte. Natürlich muss der Unternehmer, der muss definitiv scharia-konform in einer scharia-konformen Branche tätig sein. Dann ist natürlich immer wieder ein wichtiger Aspekt Gold. Soll ich in Gold investieren, ja oder nein? Also laut Scharia ist es erlaubt, in Gold zu investieren, bloß es gibt einige Feinheiten beim Goldhandel. Gold an sich, wenn man sich das jetzt anschaut, wird in US-Dollar gehandelt. Das ist ganz wichtig, weil viele meinen, ich kaufe jetzt Gold und Gold steigt. Stimmt nicht. Gold hängt auch stark vom Kapitalmarkt ab, denn Gold wird auch am Kapitalmarkt gehandelt. Wenn man sich überlegt, 2002 war Gold pro Unze, also eine Unze ist etwa 31 Gramm, lag etwa bei 1.100 Dollar. Und dann hat man unglaublich viel Geld verdient, wenn man in Gold investiert hätte und dann, wenn man hier zum Beispiel gekauft hätte und hier verkauft hätte, dann hätte man 1.900 Dollar pro Unze bekommen. Aber es gibt natürlich auch den anderen Weg. Ende 2012 ging es halt nur noch runter und jetzt sind wir bei 1.200 Dollar. Also was ich sagen möchte ist, Gold ist durchaus eine Alternative. Man sollte es durchaus in Erwägung ziehen, aber es ist keine risikofreie Geldanlage. Man hat immer Risiko in der Goldanlage, so wie in den anderen Anlagen. Und das ist eben auch das Grundprinzip der ganzen Sache oder des gesamten Wirtschaftssystems. Man muss immer das Risiko tragen. Wenn man aber langfristig jetzt auf Gold zurückblickt, dann war das natürlich schon eine gute Sache, wenn man in Gold investiert hat oder man Gold hatte. Man sieht es hier, wir waren auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau bis in die 70er Jahre, ist dann angestiegen etwa auf 700 bis 800 US-Dollar und dann ging es nach oben. Und wer dann quasi diese Bewegung mitgenommen hat, der hat dann natürlich auch entsprechend durch sein Investment einen guten Gewinn gemacht. Aber es geht natürlich auch in die andere Richtung. Und was auch ganz wichtig ist, der Goldpreis wird immer in US-Dollar angegeben. Also es bedeutet jetzt, wo der Euro immer schwächer wird und der Dollar immer stärker wird, gewinnt man auch noch zusätzlich durch den US-Dollar. Aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Es kann natürlich auch so weit gehen, dass der Goldpreis allein durch den Euro, wenn er stärker geht, entsprechend verliert. Also Gold, aus meiner Perspektive, durchaus eine Alternative. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, dass Gold entsprechend auch mal steigen oder fallen kann. Und bei den normalen Goldhändlern, also soweit ich weiß, kann man Gold bis zu 15.000 Euro ohne Registrierung kaufen. Alles, was drüber ist, muss quasi registriert werden. Die wollen natürlich auch im Extremfall die einzelnen Menschen, wenn ich mehr Gold habe zu Hause, entsprechend auch besteuern, wenn es mal zu einem Börsencrash kommt oder wenn mal die Wirtschaft am Ende ist oder wenn der Euro nichts mehr wert ist. Dann will der Staat auch auf die Goldreserven der einzelnen Bürger zurückgreifen, in Form einer Zwangssteuer.
Und deswegen kann man, glaube ich, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich glaube, man kann bis zu 15.000 Euro kann man gut kaufen. Alles, was drüber ist, ist schwierig. Ich selber würde aber nur einen kleinen Teil meines Vermögens in Gold investieren. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, oder möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen, auf die Scharia-konforme Versicherung. Also die normale Versicherung, ich glaube, jeder ist hier versichert. Egal, ob jetzt krankenversichert, rentenversichert, Kfz-Versicherung, Sachversicherungen. Die normale Versicherung verstößt eigentlich gegen alle Prinzipien des Islams. Auf der einen Seite Riba, denn das, wenn ich als Versicherungsnehmer meiner Versicherung das Geld gebe, dann macht die nichts anderes, als dass sie dann eben das Geld investiert. Und sie investiert es in Staatsanleihen, in Schulden von einzelnen Staaten, worauf Riba bezahlt wird. Dann habe ich natürlich auch wiederum das Problem des Arars. Die Höhe und der Eintritt des Schadens ist bei Beginn noch nicht bekannt. Das ist in der islamischen Versicherung mit Takaful ein wenig anders. Das sage ich jetzt auch gleich an. Und dann habe ich natürlich das Glücksspielverbot, Maisir. Ich wette, indem ich auf ein bestimmtes Ereignis hoffe oder nicht hoffe, dass es eintritt. Und wenn es eintritt, dann bekomme ich das Geld und wenn es nicht eintritt, dann bekomme ich es nicht. Das hat so eine Art bei uns, wir nennen das Optionscharakter. Ich gebe 10 Euro, wenn es passiert, dann bekomme ich 100 Euro, wenn es nicht passiert, habe ich die 10 Euro verloren. Und auch das ist wiederum gegen die Prinzipien des Islams. Während die islamische Versicherung Takaful ganz anders aufgebaut ist. Wir gehen in dem islamischen Versicherungswesen von einer solidarischen Gemeinschaft aus. Jeder wird am Gewinn und jeder wird am Verlust beteiligt. Das Geld, das fließt von den einzelnen Versicherungsnehmern, die sich islamisch versichern, fließt in einen Topf. Und ich als Versicherungsnehmer bin aber auch gleichzeitig der Eigentümer von diesem Geld. Während ich bei der normalen Versicherung nichts mit dem Geld zu tun habe. Ich gebe der Versicherung mein Geld und wenn der Schadensfall eintritt bei einer Auto-Kfz-Versicherung, dann bekomme ich mein Geld wieder. Egal, was die Versicherung mit dem Geld, mit meinem Geld macht. Das ist mir total egal. Bei der Takaful ist es so, dass eben ich als Versicherungsnehmer auch ein Teil des gesamten Fonds bin. Nochmal ganz kurz die wesentlichen Unterschiede zwischen der islamischen Versicherung und der nicht-islamischen Versicherung. Bei der nicht-islamischen Versicherung übertrage ich, und das ist ganz, ganz wichtig, übertrage ich mein Risiko, das individuelle Risiko, das Risiko, das ich habe, meine Versicherung. Das Versicherungsunternehmen übernimmt sämtliche Risiken der Versicherungsnehmer. Im schlimmsten Fall, sagen wir mal, wir haben eine Versicherung, die hat 100 Versicherungsnehmer und die haben alle eine Kfz-Versicherung. Und im schlimmsten Fall können ja alle 100 einen Unfall bauen und ich muss jederzeit in der Lage sein, das auszuzahlen. Also, das individuelle Risiko wird übertragen. Bei der Takaful-Versicherung wird eben das Risiko von allen getragen, vom Kollektiv, von den Eigentümern der islamischen Versicherung. Und die Eigentümer der islamischen Versicherung sind auch automatisch die Versicherten, die quasi in den Takaful-Fonds, wenn sich das, was investiert, das, was eingezahlt wird, die dann Eigentümer des Takaful-Fonds sind. Und hier kommt dann eben der Aspekt des Rarars, wenn alle das Risiko tragen, nicht ein Einzelner, nicht wie hier, wie nicht in der normalen Versicherung, dass nur die Versicherung das Risiko tragt, sondern wir alle zusammen, dann spielt Rarar auf der kollektiven Ebene keine Rolle. Und eben das, wie hier auch erwähnt, dass die gegenseitige Hilfestellung, wir helfen uns gemeinsam, gegenseitig entsprechend auch scharia-konform bewertet wird. Auch das wurde und wird von den Gelehrten weltweit zertifiziert und dann eben entsprechend am Markt als eine scharia-konforme Versicherung angeboten. Also, wir haben einzelne scharia-konforme Anleihen oder Fremdkapitalmöglichkeiten. Wir haben den Aktienteil, den man entsprechend investieren kann. Wir haben entsprechend auch Gold, in das man investieren kann. Das war einfach nur ein kurzer Exkurs, wie funktioniert denn wirklich eine normale Versicherung im Vergleich zu einer Versicherung, die im islamischen Sinne halal ist. Und auch hier wiederum, der wichtigste Aspekt der normalen Versicherung ist der Zins. Die leben ausschließlich vom Zins, sonst nichts.
Und hier wollte ich nochmal ganz kurz im Rahmen meines Ausblickes auf die einzelnen Unterschiede eingehen zwischen dem, was passiert ist und dem, was passiert wäre, wenn das System islamisch gewesen wäre. Also man weiß noch 2008, die US-Finanzmarktkrise. In Amerika hat jeder ein Haus gebaut, egal ob ich genügend Geld habe oder nicht genügend Geld hatte, jeder hat sich Häuser gebaut. Hier, die Familie baut sich ein Haus. Völlig unabhängig, ob die Bonität gut ist oder schlecht ist, ob genügend Kapital vorhanden ist, ob ein Job da ist oder nicht. Also zu Zeiten der Finanzmarktkrise oder davor war es eben so, dass es sogar Unternehmen gab, die Arbeitsverhältnisse erfunden haben, damit man sich ein Haus kaufen konnte, auch wenn ich arbeitslos war. Die Banken, die Familien haben quasi das Haus gekauft, haben das Haus bekommen und der Kredit ist quasi von den Banken, das sollen die Banken hier sein, ja, verpackt worden und entsprechend der Verpackung an die Investoren, das sind die Investoren, verkauft worden. Ja. Und dann gab es eben die Möglichkeit, ich konnte ein Risiko nehmen, das hatte ein hohes, konnte Wertpapiere kaufen, die hatten ein hohes Risiko, mittleres und niedriges Risiko. Und entsprechend ist dann hier bei den Investoren, aber auch bei den Banken viel Geld geflossen. Sie haben unglaublich viel Geld verdient. Und außerdem haben die noch Folgendes gemacht, weil die Banken ja natürlich sehr clever waren. Sie haben hier dran verdient, aber sie hatten auch Angst davor, dass sie eventuell, wenn hier mal die Hauskäufer nicht mehr zahlen können, dass die dann pleite gehen, dass sie dann auf den Verlusten sitzen bleiben. Was haben die gemacht? Die haben einfach... Okay, nochmal ganz kurz. Ich brauche noch maximal 5 Minuten, dann bin ich auch fertig. Schau mal. Finanzmarktkrise. Also, die US-Finanzmarktkrise. Wie gesagt, hier die Investoren haben viel Geld verdient. Die Amerikaner konnten alle Häuser bauen. Die Banken haben Geld verdient. Sie haben sich nochmal abgesichert, falls irgendjemand hier pleite gehen sollte. Hatten eine Versicherung, die hat ausbezahlt, sobald jemand pleite gegangen ist. An und für sich war alles gut. Nur irgendwann mal sind die Menschen, die Investoren und die Banken so gierig geworden in Amerika, dass sie dann gesagt haben, wir brauchen noch mehr Häuser, wir wollen noch mehr verdienen, indem wir dann die Häuser verbriefen und dann an den Investor weitergeben. Das Problem an der ganzen Sache war natürlich der Zins. Damals, als Alan Greenspan, das war der Präsident der Zentralbank in den USA, der hat die Zinsen so stark gesenkt, ähnlich wie jetzt bei uns hier, dass es fast umsonst war, einen Kredit aufzunehmen. Also haben die Folgendes gemacht, wir nehmen einen Kredit auf, der kostet mich nichts, ich werde nicht geprüft, egal ob ich arbeite oder nicht, ich brauche keine Sicherheit, ich kann kaufen, was ich möchte. Und entsprechend ist doch klar, dass irgendwann mal die Bombe explodieren wird. Und 2008 war es dann einfach so, dass immer mehr Menschen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten. Die Investoren aber unglaublich viel von diesen Papieren, die hier ausgegeben worden sind, hatten als Investor und einfach nicht mehr das Geld zurückbekommen haben. Denn die Familie hier oder die Familien oder die Eigentümer der Häuser und Wohnungen in Amerika sind alle pleite gegangen. Und entsprechend hat dann eben das hier, die Investoren haben dann entsprechend die Verluste bekommen, aber auch die Banken. Denn die Banken haben entsprechend, was sie natürlich nicht gemacht haben, sie haben nicht alles abgesichert. Sie haben nur einen Teil dessen abgesichert, was sie in der Bilanz hatten. Also haben die verloren und die haben sowieso ihre Häuser verloren. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist eben, dass es absehbar war. Wenn wir aber jetzt das islamische Finanzsystem entsprechend gegengestellt hätten, dann hätten wir erst einmal nicht den niedrigen Zins, den die amerikanische Zentralbank damals auf 1% gesetzt hat, der wäre nicht hier. Und die Banken, die islamischen Banken, hätten immer einen realwirtschaftlichen Bezug. Also das heißt, ich muss, bevor ich Geld an einen Kapitalnehmer gebe, muss ich es prüfen. Was die hier natürlich nicht gemacht haben.
Die haben einfach nur blind Geld verteilt. Das war einmal der Zins und zweitens natürlich die Gier. Und das ist natürlich absolut unethisch und im Islam nicht erlaubt. Deswegen würde ich die Behauptung aufstellen, im islamischen Finanzwesen wäre das niemals passiert. Und am Ende haben natürlich wir auch. Wir mussten, also Deutschland musste die Banken, die Commerzbank, wie die Deutsche Bank, entsprechend retten. Die waren auch pleite, weil die hatten auch hier, wie die anderen Investoren, dieses ganze, wir haben jetzt dieses ganze giftige Zeug, hatten die natürlich auch gekauft. Und die haben das Geld nicht mehr wiederbekommen. Und wer hat es am Ende des Tages bezahlt? Der Steuerzahler. Denn diese sind mit dem Geld der Steuern gerettet worden. Warum? Weil A, der Zins so niedrig war und die Gier vorhanden war und mit der Realwirtschaft nichts mehr, das nichts mehr mit der Realwirtschaft zu tun hatte. Im islamischen System wäre so etwas niemals passiert. Denn die Realwirtschaft ist an erster Stelle, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Dann vielleicht noch ein interessanter Punkt. Das ist hier der Verlauf vom Euro, beziehungsweise vom US-Dollar. Wahrscheinlich gucken viele in den Nachrichten, ja, der US-Dollar wird immer stärker und fester und der Euro wird immer schwächer. Also vor Mitte 2014 hat man noch ungefähr für einen Euro 1,40 Dollar bekommen und jetzt sind wir schon fast bei 1:1. Das ist gewollt, das ist absolut gewollt. Und am Donnerstag hat natürlich, wenn wir einige das gesehen haben, in der Presse der EZB-Chef, der Chef der Zentralbank, die Ansage gemacht oder angesagt, dass er etwa 1 Billion Euro an Staatsschulden aufkaufen wird. Was bezweckt er denn damit? Also er möchte quasi den Ländern in der Europäischen Union mehr Geld geben. Damit können die Banken mehr Geld und mehr Kredit an die einzelnen Menschen geben und dadurch versuchen sie eben den Konsum und die Wirtschaft wieder ein bisschen voranzubringen. Das ist die Theorie. Das Problem ist aber nur, und das ist genau das, was die Japaner schon seit 20 Jahren versuchen, dass es nicht funktioniert. Ich kann noch so viel Geld in das System pumpen. Am Ende des Tages wird es mir nichts bringen. Weil das beste Beispiel sind jetzt zum Beispiel, ohne jemanden zu nahe zu treten zu wollen, die Italiener. Die Italiener müssen ihr gesamtes System reformieren. Ansonsten wird das nicht mehr funktionieren. Wenn jetzt aber Mario Draghi sagt, macht nichts, ich gebe euch so und so viele Milliarden, die könnt ihr von mir haben, zu einem Zins, der fast bei Null ist, also genau das gleiche wie bei den Amerikanern wieder, die waren bei 1%, wir sind sogar jetzt unter 1%, wir sind jetzt bei 0,25%. Ihr könnt das Geld umsonst haben. Dann sagen sich natürlich die Italiener, gut, wir nehmen das Geld, aber wir müssen es nicht mehr anstrengen, wir müssen nicht mehr unseren Arbeitsmarkt reformieren, wir müssen nicht entsprechend der Tatsache, dass wir schlechte Arbeitsbedingungen haben, uns verbessern, wir müssen wettbewerbsfähig sein. All das wird nicht mehr passieren. Und entsprechend werden früher oder später auch die Europäer in eine ähnliche Situation geraten wie die Amerikaner. Weil am Ende des Tages natürlich die Zinsen, die Kredite, die vergeben werden, die aufgekauft werden, immer mit Zinsen verbunden sind. Ich gebe dir 1.000 Euro und bekomme am Ende des Tages 1.100 Euro. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Was die Zentralbank macht, sie animiert die Leute, noch mehr Kredite aufzunehmen, um quasi in diesem Finanzsystem gefangen zu sein. Zu guter Letzt möchte ich noch ganz kurz zusammenfassen, wie sieht denn der Ausblick aus? Also grundsätzlich kann man sagen, Scharia-konformes Investment bedeutet, ich darf nicht in verschuldete Unternehmen investieren. Wie ich schon gesagt habe, maximal 30% Fremdkapital, ansonsten ist es für mich nicht erlaubt. Dann kann man sagen, dass die Verluste der islamischen Banken im Vergleich zu den normalen Banken absolut gering sind, weil nämlich eben die Bank, die islamische Bank, nicht, wie ich vorhin erwähnt habe, an dieser Spekulationsblase, an dieser Derivatebombe teilnimmt, sondern sie haben wirklich einen realwirtschaftlichen Bezug. Sie gucken sich die einzelnen Projekte, die einzelnen Firmen, die einzelnen Dienstleistungen genau an. Und das, was in der Realität umgesetzt wird, auch das wird dann entsprechend
mit Gewinn oder Verlust bewertet. Die normalen Banken, die gucken gar nicht mehr auf das, was passiert. Die spielen in einer ganz anderen Welt, kann man mittlerweile sagen. Die sind in einer virtuellen Welt und sie spielen nach links und rechts und wissen aber, dass der Steuerzahler am Ende des Tages für sie gerade stehen wird, wenn es nicht gut läuft. Und auch hier wieder ein großer Unterschied. Islamische Banken handeln nur mit tatsächlichem Geld. Das, was wirklich als Guthaben auf den Banken, auf Bankkonten zur Verfügung steht. Was die normalen Banken nicht machen, denen ist es egal. Die machen Folgendes, die nehmen 1000 Euro und müssen einen kleinen Teil bei der Zentralbank quasi einlagern und können dann mit dem restlichen Geld entsprechend weiterarbeiten und potenzieren das. Und was natürlich ein großer Vorteil ist, die islamischen Banken haben sich hier an diesem ganzen Spekulationszirkus nicht beteiligt. Denn es ist nicht erlaubt, also diese Verbriefung, die nennen das Verbriefung, als islamische Bank zu kaufen. Ist nicht erlaubt. Also darf ich gar nicht hier in diesem ganzen Spekulationszirkus teilhaben. Deswegen wäre das nach islamischem Recht nicht passiert. Und was ich immer wieder ganz gut finde, das habe ich schon länger gelesen, sogar der Vatikan hat in der Tageszeitung, die nennt sich Osservatore Romano, empfohlen, sich am islamischen Bankwesen zu orientieren. Denn wenn Zins, Spekulation und Manipulation nicht erlaubt ist, dann ist es durchaus ein Weg, der zum richtigen Ziel führt. Und sogar der Vatikan, also die höchste Instanz der katholischen Kirche, hat gesagt, dass das kein falscher Weg ist. Und zu guter Letzt, um nochmal zu zeigen, wie viele Muslime wir sind, 1,5 Milliarden. Und wie wenig eigentlich an Vermögen in islamkonformen Anlagen investiert ist, bin ich der Meinung, dass der Ausblick durchaus positiv ist. Das Problem ist eben nur, dass die Banken zu mächtig sind und ein System, das ohne Zinsen funktioniert, nicht zulassen werden. Da liegt das grundsätzliche Problem. Und je höher die Verschuldung und je höher der Schuldenstand ist, umso schwieriger wird es dann auch am Ende des Tages, die Schulden zurückzuzahlen und die Zinsen. Denn der Zins ist das, was am Ende des Tages das gesamte System, wer weiß es, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 20 Jahren, ich will nicht schwarz malen, aber irgendwann mal gegen die Wand fahren lässt. Vielen Dank. Nochmal vielen Dank, Marco Rafik, Herr Hussein. Wir würden jetzt dann die Fragerunde eröffnen. Bevor wir die Fragerunde eröffnen, wollen wir darauf hinweisen, auf die morgige Veranstaltung in der Ahibba Moschee. Um 15 Uhr haben wir einen Vortrag. Hier, im Islamischen Zentrum. Ah, okay. Hier, im Islamischen Zentrum, um 15 Uhr. Sheikh Ahmad Taha hält einen Vortrag über die Eigenschaften des jungen Muslims in Deutschland. Der Vortrag wird simultan ins Arabische übersetzt. Das ist einer der Jugendlichen, der es übersetzen wird. Ich kann auch dafür einstehen und bürgen, dass es eine hochwertige Übersetzung sein wird. Daher, Sheikh Ahmad Taha ist ein kompetenter Sheikh. Morgen um 15 Uhr hier im Islamischen Zentrum auf Arabisch und auf Deutsch die Eigenschaften und die Beschreibung des jungen Muslims. Wir würden dann einfach, ich würde sagen, ein paar Wortmeldungen sammeln. Samer hat einen. Gibt es vielleicht noch eine Frau vor den Männern? Okay, dann würde ich euch bitten, euch kurz zu halten. Okay, ich hab dich schon wahrgenommen. Gibt es noch vorne einen, bevor ich sagte, okay, Al-Akh Samer, dann der Herr, Abu Suhail, Hussein. Okay, die fünf. Und dann danach. Wir nehmen erstmal die fünf und bitte kurz halten. Braucht ihr das Mikrofon oder? Ja, ich kann schon laut reden. Okay. Zu den ETFs, was du jetzt vorhin angeboten hast, für die einzelnen Anleger. Ja. Wie kann man als einzelner Anleger jetzt kommen und sagen, zum Beispiel, ich möchte jetzt in ETFs anlegen? Ja. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt als Privatmann dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel 100 Euro oder 200 Euro investieren in einem ETF, in einer ETF-Aktie oder in einem ETF-Fonds, ich weiß es jetzt nicht. Wie funktioniert das? Wie kann ich das pragmatisch machen? Also, ich habe das damals, wie ich schon erwähnt habe, zur Geburt meines Sohnes gemacht. Ich habe ganz einfach vermögenswirksame Leistungen, die kriegt, glaube ich, jeder, der irgendwo angestellt ist, 40 Euro nur als Beispiel, unter anderem monatlich auf ein Wertpapierdepot.
Also das Wertpapierdepot ist kostenlos, kostet mich nichts und ist bei den großen Banken. Ich muss, mittlerweile glaube ich, gibt es zwei Wertpapierdepotanbieter, wo ich es nicht machen muss, aber normalerweise muss ich auch ein Konto öffnen. Aber da ich ja auf dem Konto kein Geld habe, kriege ich auch keine Zinsen. Denn das ganze Geld, das ich da reinstecke, das jeden Monat 40 Euro von meinem Arbeitgeber überwiesen wird, geht direkt auf mein Wertpapierdepot. Und ich habe die Möglichkeit, kostenfrei, das ist wichtig, kostenfrei, ohne Managementgebühr, ohne Ausgabeaufschlag, eben entsprechend ETFs zu kaufen, die scharia-konform zertifiziert sind auf der ganzen Welt. Und ich kann dir gerne die Seiten geben. Also ich verdiene da um Gottes Willen gar nichts. Es ist einfach die kostengünstigste Art, auch wenn es nur 20, 30, 40 Euro sind, entsprechend scharia-konform zu investieren. Und ich, also wenn ich das jetzt hochrechne, mein Sohn ist jetzt 12 Jahre alt, jeden Monat 40 Euro und dann habe ich ungefähr eine Rendite von jährlich von, man weiß es nicht genau, aber man sagt im Durchschnitt von 7-8%, dann kommt schon viel zusammen, ja. Und das Wichtige ist, es ist scharia-konform und es sind keine versteckten Kosten. Also es ist ein Wertpapierdepot, das man eröffnet und dann kann man quasi automatisch dort bei der Wertpapierdepoteröffnung das ETF angeben, beziehungsweise das Wertpapier, das man haben möchte, da kann ich dir auch ein paar Namen nennen, das ist überhaupt kein Problem. Und die kann man dann kostenfrei dort kaufen. Also du hast eine Internetseite, also Internetseite, genau. Also ich weiß nicht, vielleicht machen wir es so, dass ich irgendwie eine Liste ausdrucke oder. Oder vielleicht am lieber einfach auf dem Laptop schreiben, dann kannst du jeder abschreiben. Ja, ich hab's jetzt. Ja, in der Zwischenzeit können wir weitermachen. Genau. Vielleicht nur, weil die. Wir haben vor, die Veranstaltung wird aufgenommen und wir haben das vor ins Netz zu stellen, damit dann diejenigen, die sich später den Vortrag anschauen, auch die Fragen mitbekommen, werde ich bitten, vielleicht doch für die Fragen das Mikro zu benutzen, damit dann auch die Frage deutlich wird. Wir hatten kurz in Ihnen, weil der EU. Und dann. Ich hätte eine Frage. Sie hatten gemeint, dass Indonesien das niedrigste Schuldenpro Kopf hat. Nein, in der Übersicht. Ja, genau. In Indonesien der niedrigste Schuldenpro. Könnten Sie kurz dazu erklären, Hintergründe, warum das so ist? Ja, Indonesien ist halt, also genau weiß ich es nicht, warum Indonesien die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung hat. Es ist halt nur schön zu sehen, dass das bevölkerungsreichste islamische Land am wenigsten Schulden hat. Ich vermute, dass die halt einfach eben aufgrund ihrer Wirtschaft sehr viel exportieren an Rohstoffen, natürlich entsprechend auch sehr viel mehr einnehmen als ausgeben und dadurch eben die Staatsverschuldung entsprechend gedrückt worden ist. Also wenn man sich überlegt, die Griechen zum Beispiel, das war diese Folie, hier, genau. Also es sind natürlich mehrere Aspekte. Die Indonesier, ich glaube, die haben sehr viele Rohstoffe, die können sie exportieren, genauso wie die Länder auf der arabischen Halbinsel. Entsprechend haben die auch eine niedrige Verschuldung. Dann vermute ich auch einfach, dass das wirtschaftspolitische System dort einigermaßen funktioniert. Das sind wahrscheinlich die Gründe, aber genau weiß ich es nicht. Es gibt keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Zinsverbot und. Nein, also was man sagen muss, Die Malaysia ist in der Hinsicht absolute Nummer 1. Also wenn man sagen kann, dass es ein fast, es ist nicht ganz, aber ein recht islamisches Finanzsystem gibt, dann ist es das in Malaysia. Denn die haben wirklich die größte Liquidität, die haben die meisten Möglichkeiten zu investieren, die versuchen all ihre wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die sie in der Politik festlegen, auch islamisch zu finanzieren. Und man muss sagen, sehr viele internationale Investoren sind in Malaysia investiert, weil sie eben islamische Möglichkeiten anbieten. Indonesien ist zwar das größte Land, was an Bevölkerung, an islamische Bevölkerung angeht, aber die Möglichkeiten, dort islamisch zu investieren, ist nicht so groß. Aber es ist wahrscheinlich eben, die Verschuldung ist niedrig, weil eben der entsprechende wirtschaftspolitische. Erstmal vielen Dank für den hochinteressanten Vortrag. Ich habe zwei Kleinigkeiten. Und zwar Nummer eins,
der Dollar und das Gold. Ja. Warum kleben die sich aneinander? Warum gibt es keine andere Währung? Einfach ein zweiter. Wie hat sie sich entwickelt? Also das nur Dollar dominiert. Und dann gab es eine Idee von der islamischen Welt, also wahrscheinlich auch so von Malaysia also geführt, dass man eigene Währung mal einführt. Also islamische Währung und einfach von Dollar sich befreien und in ein islamisches System alles aufbauen. Wie weit ist das? Ist das zu empfehlen oder ist das wirklich nur ein Traum? Und ja, das ist mein Zweifel. Ich hätte noch ein bisschen an Hussein, weil nur damit es nicht zu viel Zeit nimmt, dass wir vielleicht 3-4 Fragen auf einmal nehmen. Okay. Kannst du es dir notieren? Das erste war mit US-Dollar und der eigenen Währung. Dass wir vielleicht 3 Fragen aufnehmen und dann schaffen wir es zeitlich schneller. Und dann antwortest du mal. Ja. Eine Kurzfrage, das war schon, warum die normalen Banken, die haben schon die Bedienung und sowas, mehr attraktive als islamische Banken. Wenn wir berechnen, zum Beispiel jemand eine Schuld von normalen Banken nehmen und dann am Ende von 30 Jahren vergleicht mit einem islamischen Banken, dann sind selbst die komplett oder die gesamte Betrag wird schon viel höher, die islamische Banken, viel höher als die normale Banken. Wir haben noch nur von der rechten Seite den Herrn und dann gibt es von den Frauen Fragen. Weil ansonsten, wenn wir die Seite fertig haben, gehen wir rüber. Wenn es keine Fragen gibt, dann. Ich habe eine Frage zu der Prüfung von dieser Grenze, die Verschuldungsgrenze bei dem Kauf von Aktien. Also es ist allgemein so, dass die meisten deutschen Unternehmen einen Eigenkapitalanteil von unter 20% haben meistens. Heißt das, dass ich dann nicht in einen deutschen Unternehmen investieren darf? Und die zweite Frage, ich bin auch selber im Bankenbereich tätig und ich weiß, dass die meisten Investoren in diesen deutschen Banken sind Leute aus den Golfstaaten. Kann man denen nicht das islamische System irgendwo beibringen? Weil die investieren sehr viel Geld ein, die sind die meisten Anteilseigner von bestimmten Banken in Deutschland auch. Dann die letzte Frage und dann sind wir hier. Meine Frage wäre, haben Sie denn schon Leute jetzt ein Auto finanziert oder Wohnung, ob das schon läuft, meine ich, oder ob das jetzt nur so beispielsweise war? Also ich glaube, die Frage bezieht sich auch, ob wir schon, wir selber machen nichts. Ich wollte einfach nur, weil ich eben mich tagtäglich mit diesem Thema beschäftige, die Leute ein bisschen aufklären, ein bisschen einen Vortrag geben, um Interesse zu wecken. Wenn wirklich Interesse besteht, dann kann ich natürlich sammeln und dann die besten Hinweise geben oder die besten Tipps geben, wo man was machen kann oder wie ich es persönlich mache. Aber ich selber oder meine Firma bietet das nicht an. Ja, ich meinte, weil jeder möchte vielleicht eine Eigentumswohnung haben. Ja, also wenn es um Eigentumswohnung geht, da muss ich dich leider enttäuschen. Hier in München ist es nicht möglich, Scharia-konform eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus. Das gibt es halt noch nicht. Das gibt es in Amerika, das gibt es in England, das gibt es zum Teil in den arabischen Staaten. Aber in Deutschland haben wir einfach das Problem der Grunderwerbsteuer, die dann doppelt anfällt. Und eben das Problem, dass die islamische Gesellschaft oder die islamische Community hier in Deutschland einfach noch nicht so viel Wert legt auf Islamic Finance. Also wenn man sich so den durchschnittlichen Moslem anschaut, dem ist es eigentlich leider, muss ich sagen, fast egal, ob das Geld auf dem Konto liegt und verzinst wird oder nicht. Also da muss erstmal, also der Kunde, der Moslem muss erstmal die Banken und das gesamte System wachrütteln. Also das Angebot, beziehungsweise die Nachfrage muss das Angebot kreieren, ja? Weil aber viele noch gar nicht Scharia-konform in ihren Finanzen sind und auch das noch gar nicht wollen, sehen die Banken einfach noch nicht die Notwendigkeit, entsprechend was anzubieten. Es gibt die Deutsche Bank, glaube ich, und die Hypovereinsbank, die bieten sowas an wie eine Ethno-Finanzierung. Das bedeutet, dass wenn ich in die Bank gehe,
dass mein Bankberater auf Türkisch spricht oder auf Arabisch. Aber die Produkte, ja, die Produkte, die angeboten werden, sind leider alle ganz normal. Also man sieht aber, wir müssen die Leute dazu bringen, dass wir wollen das. Und ich meine, das mag sich jetzt vielleicht klein oder lächerlich an, aber wenn viele zu den Banken gehen und fragen, habt ihr eine islamische Finanzierung, habt ihr eine islamische Versicherung, dann kann irgendwann mal auch der Punkt erreicht werden, wo wir sagen, hey, wir haben hier viele Leute, die Nachfrage haben nach solchen Produkten, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es leider auch keine islamische Finanzierung in München. Ich habe von einer islamischen Eigentumsfinanzierung gehört im Norden Deutschlands, also eine Art Mietkauf, ja. Aber auch da muss man sagen, der Mietkauf an sich mag zwar scharia-konform sein, aber man muss ganz gut gegenrechnen, ja, weil am Ende des Tages wird so ein Mietkauf auch unglaublich teuer. Ja. Aber in München gibt es das leider noch nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, Sparpläne zu machen, es gibt die Möglichkeit, entsprechend islamisch zu investieren, aber bei der Eigentumswohnung muss ich leider sagen, per heute noch nicht. Okay, dann hatten wir die Frage Euro-Dollar mit Gold. Gold-Dollar, dass sie so aneinander gehen. Genau, Gold-Dollar, genau, Gold und Dollar. Dann gehe ich mal hier hin. Also das Problem ist, der Dollar, also das ist jetzt natürlich eine politische Frage, ja. Der Dollar ist die wichtigste Währung auf dieser Erde. Das ist einfach so, ja. Und das Gold und das Öl sind am Dollar gekoppelt. Beispielsweise hat mal Iran versucht, den Ölhandel in Euro bzw. in einer anderen Währung durchzubringen. Ja? Haben sie nicht geschafft. Das Problem ist einfach, dass USA, ich will jetzt keine Theorien aufstellen, aber es ist einfach so, dass USA in der Hinsicht einfach noch zu mächtig ist. Und die großen Banken sitzen halt einfach noch in USA. Wenn Währung an dem Goldstandard nichts ändert. Historisch gesehen war es halt einfach so, dass man gesagt hat, die Zentralbank hatte 35 US-Dollar und dafür habe ich eine Unze bekommen. Das ist aus der Historie gewachsen. Jetzt ist es aber so, dass wir den Goldstandard, die Tatsache, dass Öl und Gold in US-Dollar gehandelt werden, weil Öl wird auch nur in US-Dollar gehandelt. Selbst das europäische Öl, das Öl in den arabischen Ländern, wird in Dollar gehandelt. Da werden wir nicht vorbeikommen. Das ist einfach eine Machtfrage. Wie mächtig ist jemand? Kann sein, dass vielleicht in 50 Jahren, in 100 Jahren das gesamte politische System sich ändert und dann etwas anderes kommt. Aber momentan ist es einfach so, weil alle Marktteilnehmer in Dollar handeln, passiert es auch. Wir werden diesen Dollar-Gold-Standard werden wir so schnell nicht wegbekommen. Und dann die zweite Frage, dass das islamische System ohne US-Dollar passieren könnte oder dass es geplant ist. Also wir haben davon gehört, nur ich denke, dass dieses Bild hier eigentlich alles sagt. Weniger als 1% gegen das hier. Da spielt David, also wie die Leute David gehen, keine Chance. Das war eine gute Idee und ich glaube, wenn man ein paar mehr Leute finden würde, dann könnte es klappen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist leider nichts in der Hinsicht gemacht worden. Dann hatten wir noch das mit den islamischen Banken, die teurer sind, richtig? Die islamischen Banken, das war ein Kredit oder was war das genau? Ja, also das Problem bei den islamischen Banken ist einfach, genauso wie bei dem Beispiel, eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ja? Wenn ich viele Kunden habe, dann kann ich auch entsprechend meine Kapitalkosten senken. Die islamischen Banken haben aber noch so wenig Kapital, dass sie einfach noch einen Aufschlag verlangen müssen. Normalerweise dürfte aber der Kredit nicht teurer sein. Ich weiß nicht, bei welcher Bank du bist, Bruder, aber normalerweise dürfte das, was du bei der islamischen Bank kriegst, nicht höher sein als das, was du bei der normalen Bank kriegst. Wie bitte? Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ja, das glaube ich. Ja, weil in Tunesien da war genau die Kredit vom islamischen Bank ist teurer als normal. Ja, normalerweise dürfte es nicht sein. Und ich weiß zum Beispiel, dass in den anderen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien, USA,
aber auch in den Golfstaaten es Banken gibt, die bieten Kredite an, die nicht teuer sind. Das gibt es. Ich weiß nicht, in Tunesien, wie da der Markt aufgestellt ist. Dann ein Kapitalanteil von unter 20%. Stimmt. Man geht auf die Verschuldung. Wenn die Verschuldung größer 33% ist, dann ist es nicht erlaubt. Und die meisten deutschen Unternehmen fallen raus, ist richtig. Also es gibt diese Liste, die kann ich auch gerne zur Verfügung stellen, welche deutschen Unternehmen halal oder scharia-konform entsprechend sind und welche nicht. Also die kann ich dir gerne schicken, wenn du willst. Dann Investitionsmöglichkeiten in den Golfstaaten, von den Leuten in den Golfstaaten. Das Problem bei den Leuten ist eben, auf der einen Seite sind sie Muslime, auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch Geld verdienen. Ja? Und dann muss jeder Einzelne sich die Frage stellen, möchte ich scharia-konform halal investieren oder möchte ich es nicht? Und leider, viele, die hierher kommen, beten zwar, vollrichten die Zakat und machen wirklich alles, aber wenn es dann um das Geld geht, dann heißt es ja, ich habe halt noch immer noch eine bessere Rendite, normal, ohne mich scharia-konform oder islamisch zu binden, also mache ich bitte das, wo ich mehr Geld verdienen kann. Das ist einfach nur eine Frage, es gibt aber Leute, die habe ich auch kennengelernt, die sagen, und wenn ich 5% weniger verdiene, ist mir egal, Hauptsache ich habe wirklich scharia-konform und islamisch investiert. Also die Deutschen oder die Europäer bieten das absichtlich nicht an, weil da auch genauso wie vorhin die Nachfrage noch nicht da ist. Also wenn ich nachfragen würde, und wenn die sehen, da ist ein Großkunde, der will hunderte von Millionen investieren, dann würden die, das weiß ich, sofort eine islamische Lösung anbieten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt einfach so, dass es denen eigentlich fast egal ist. Es gab eine Wortmeldung. Noch andere? Hier, zwei. Du auch? Drei? Gut. Vier? Okay. Die vier noch? Khalas, ja, wir sind gleich fertig. Khalas, dann würden wir damit abschließen. Die vier Wortmeldungen? Gut. Fangen wir hier mit beiden an. Gibt jeder seine Frage schnell und dann die zwei. أنا سؤالي بالعربية مش عارف إذا سمعت ال إذا هو خطأ أو مترجم أنا ما فهمتش حاجة بالتالي السؤال الأول يعني نظريا تحدثت عن النظام الإسلامي مع مقارنته بالنظام الآخر هذا نظريا أما تطبيقيا البنوك الإسلامية لها عدة يعني إشكاليات في التعامل منها التعامل مع الإيموبيليا فنشوف حتى النسبة النسب اللي تحصل في القروض في الإيموبيليا في الآخر أنك تلقى روحك منفعة أكثر من البنوك الأخرى في السيارات تذكرت مثال السيارات النظام التنزيه يعني المعاملة بتاعها سواء كانت في الفيرسيشيرونغ فيرسيشيرونغ السيارة عند المصنع مقارنة بالمشكلة الموجودة في النظام الإسلامي اللي هو يلوج عليها. احنا قادرين أو المشرع الإسلامي قادر أنه ياخذ عدة أمثلة من النظام الثاني لحل المشكلة بتاع الفرنزيشيرون يعني اللي هي الفرموجن سواء كانت بالنسبة للسيارة يعني الورقة بتاع السيارة الأصلية فتصبح هي في يد المصنع إلى حد أن تخلص يعني عدة أشياء ولكن احنا في النظام الإسلامي نشوفوا أن السيارة في الأخير تتكلف أكثر من النظام التنزيه هذا نوعا ما من عدم يعني تشجيع الناس إلى أن يساهموا أو يتعاملوا في البنوك الإسلامية Du übersetzt natürlich. Ja, gut, meine Frage ist so ähnlich wie die da hinten, eine ganz grundsätzliche. Also was jetzt bei mir hängen geblieben ist, ist, dass das islamische Banking basiert auf reellen Werten und nicht auf nichts. Und es gibt immer nur Geld für Risiko. Das bedeutet, dass eine islamische Bank also nur Eigenkapitalgeber sein kann eigentlich und nie Fremdkapitalgeber. Aber wie ist es denn? Es gibt jetzt diese Kritik an dem Fiat Money, an dem ganzen Währungssystem des Dollar und des Euro.
das basiert ja darauf, dass das Geld eben, wie du schon gesagt hast, nur noch auf dem Papier einen Wert hat, also gar keinen Wert hat, und dass die ganzen Zentralbanken eben Zinsen verlangen, obwohl sie überhaupt gar kein Risiko haben. Und das, ist das nicht ein bisschen ein fauler Kompromiss, wenn man versucht, Islamic Banking zu betreiben mit einem Währungssystem, das gar nicht islamisch ist? Ich habe eine Frage zu dieser ETF-Anlagen. Sie haben gesagt, so realistisch ist es okay. Wenn ich jetzt monatlich habe, das Geld zuerst einmal, das ich bekomme, ist es nicht mein Geld. Das kommt zusätzlich, das bezahlt meine Firma. Das habe ich nicht verdient, sondern das zahlt mir die Firma zusätzlich. Das sind jetzt praktisch auch so wie als jetzt Vermögens- hier. Als Vermögenswirksame Leistung. Bitte? Als vermögenswirksame Leistung. Genau. Ja, das ist egal, ob es über als Beispiel. Das habe ich jetzt nicht verdient, sondern das ist so eine Leistung, die extra bezahlt werden von der Stadt. Dann ist es natürlich ein Fragezeichen. Zweitens, wenn ich jetzt monatlich das bezahle, Ende des Jahres, dann habe ich natürlich, sammelt sich Geld am Ende des Jahres. Irgendwo habe ich Geld. Da muss ich Sakert aufführen. Wie kann ich das machen? Ja, also das ist jetzt eine zweite Frage, die sich auch. Meine Frage wäre, woher dieser Verschuldungsgrad von 33% kommt, also mit welchen Quellen ist es belegbar, dass die 33% quasi in Ordnung wären, beziehungsweise bis dahin, weil diese dann natürlich auch dementsprechend in den Zins mit inbegriffen sind, also woher kommt quasi diese Quote? Zunächst zu den Immobilien- und Autokrediten. Ich weiß nicht, ist es eine tunesische Bank? Weil wir haben verglichen bezüglich Versicherungen, wir haben verglichen bezüglich Krediten und wir haben natürlich gesehen, es gibt Banken, die verlangen mehr, egal ob es jetzt eine normale Bank ist oder ob es eine islamische Bank ist. Und es ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Ich habe auch Banken gefunden, die wesentlich weniger verlangen bei einem Kredit oder eben auch wesentlich günstigere Tarife bei einer Versicherung anbieten als beispielsweise eine konventionelle Bank. Deswegen weiß ich nicht, ist es eine allgemeine Aussage oder ist es eine bankspezifische für eine einzelne oder eine versicherungsspezifische. Es gibt Studien, die kann ich auch gerne zur Verfügung stellen, wo es natürlich unterschiedlich ist. Jede Bank hat ihre eigene Kalkulation. Und dann kann es natürlich sein, dass die eine Bank teurer ist als die normale Bank. Es kann aber auch sein, dass die andere Bank günstiger ist. Also deswegen kann ich pauschal nicht genau sagen, jede islamische Bank ist von Haus aus teurer als eine normale Bank. Denn sie machen die islamischen Banken haben ja auch Kalkulationsschemata und sie müssen ja auch rentabel sein. Also am Ende des Tages müssen die ja auch Geld verdienen. Ja? Und wenn die eine Bank eben von ihrer Geschäftspolitik jetzt nicht so gut dasteht, dann werden sie natürlich mehr Provisionen und mehr verlangen als eine normale Bank. Also deswegen kann man generell nicht sagen, es ist schlechter als das normale Banking. Also wenn es eine konkrete Bank ist, dann müssen wir das anschauen, das weiß ich nicht. Eine konkrete Bank, ja, dann müssen wir das anschauen. Das war eine tunesische Bank, oder? Weiß ich nicht. Also es gibt auch Banken, vor allem ich habe die Erfahrung gemacht in London zum Beispiel, ich persönlich habe da auch den Vergleich gemacht, da gibt es wirklich Versicherungen, die sind von der Ausstattung wesentlich günstiger als die normale Bank. Die sind günstiger. Also das ist nicht automatisch so, dass jede islamische Bank schlechter ist. Und bei der Versicherung, das weiß ich nicht, ähnlich wahrscheinlich, muss man schauen, von Fall zu Fall. Dann hatten wir die Frage vom Hendra bezüglich Fiat Money, dass Systemic Banking eigentlich eine scheinheilige Sache ist. Gut, aber dann sollte man wirklich sich die Frage stellen, wie weit gehe ich denn jetzt in dem Ganzen? Ich meine, ich bin ja jetzt hier in diesem System gefangen. Am Ende des Tages ist alles, was ich hier finanziere, irgendwie durch Zins und dann eben auch durch Fiat Money geprägt. Ja? Aber man muss ja zumindest einen Weg gehen, den ersten Schritt wagen, um einfach mal zu sagen, gut, ich weiß, das System ist in sich nicht konsistent, es ist nicht Scharia-konform, aber ich muss damit leben, weil ich ja durch die Gegebenheiten gefangen bin in diesem System. Ja?
Alles wird geprägt durch Zins, alles wird durch Fiat Money geprägt. Aber ich kann nicht mich hinstellen und sagen, okay, ich bin gefangen, dann lebe ich einfach damit. Zumindest sollte ich versuchen, in meinem täglichen Leben ansatzweise den Weg zu gehen und zu schauen, ob ich denn wirklich in dem kleinen Aspekt, auch wenn es wirklich auf Fiat Money, so wie du es gesagt hast, auf diesem wertlosen Geld basiert, dass ich zumindest versuche, Scharia-konform mein Geld zu investieren. Denn mehr kann ich ja nicht tun, denn wir sind wirklich die Hände gebunden. Es sei denn, du sagst, ich lebe völlig autark in dieser Welt und ich bin in der Wüste und ich pflanze mein eigenes Essen an und ich habe meine Schafe und ich baue mein Haus alleine. Dann könntest du eventuell dein eigenes System kreieren. Ansonsten ist es halt einfach der einzig möglich gangbare Weg, würde ich sagen. Dann zu dem ETF. Bezüglich der ETFs, ich muss natürlich ganz klar meine Zakat entrichten, ich bekomme aber am Ende des Jahres natürlich auch eine Vermögensaufstellung. Und entsprechend der Vermögensaufstellung, die ich bekomme, versuche ich dann entsprechend die Zakat zu entrichten. Von dem Geld. Wie bitte? Von dem Geld, das in der Bank ist. Von dem Geld, das entsprechend auch, nein, es ist auf einem Wertpapierdepot. Aber ich habe eine Aufstellung gekriegt, dass es jetzt am Ende des Jahres 500 Euro ist. Ja. Jetzt gehe ich hin und nehme von meiner eigenen Tasche. Ich nehme das Geld. Nein, ich verkaufe Anteile von meinem ETF, verkaufe ich und gebe sie dir an die Zakat. Ich habe jetzt, sagen wir mal, 500 Euro ja, am Ende des Jahres. Das sind, sagen wir mal, 100 Anteile. Entsprechend der Zakat verkaufe ich dann so und so viele Anteile, um sie dann weiterzugeben. Also ich mache nicht, weil das wäre dann schon falsch, weil wenn ich die Zakat nicht entrichte, dann hätte ich das Problem, dass nämlich das Geld, das eigentlich an die Zakat gehen müsste, weiterhin ja noch für mich, also man sagt, das Geld arbeitet für mich, was ja nicht stimmt, aber zumindest wäre das Geld noch in meinem Wertpapierdepot, es wäre investiert und es erwirtschaftet Gewinne. Aber es muss ja wirklich am Ende des Jahres entsprechend der Vorrichtung der Zakat rausgenommen. Also mache ich Folgendes, ich versuche immer entsprechend der Aufstellung, entsprechend der Zakat-Vorgaben mein Geld und die Anteile entsprechend zu verkaufen. Die Verschuldung der 33%, das ist eine Fatwa, die wurde erlassen, die ist weltweit gültig. Wieso genau 33%? Ich vermute, dass eben 33% so eine Art in der freien Marktwirtschaft eine Art Grenze sind, wo man sagen kann, hier hat das Eigenkapital noch einen wesentlich größeren Bestandteil an einem Unternehmen als das Fremdkapital. So wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe, Fremdkapital steckt überall. Ja? Und die 33% sind als Fatwa ergangen aus aller Welt und dieser Standard hat sich einfach durch alle Instanzen durchgebracht. Wenn du genaues wissen willst, ich kann da gerne nochmal recherchieren und dem nachgehen und schauen, warum gerade 33% das sind. Wieso sind das jetzt keine 15% oder wieso sind das 50%, ja? Wieso genau, weiß ich jetzt nicht. So, das war dann noch die letzte Frage, inshallah. Wir belassen es dabei. Diejenigen, die dann vielleicht noch eine persönliche Frage stellen wollen oder genauer eingehen können, er ist noch zum Aschad da. Die dann genaueres eingehen möchten oder mehr wissen wollen oder vertieft darauf eingehen wollen. Es kam noch die Idee auf, dass man eventuell einen Workshop veranstaltet. Diejenigen, die dann auch wirklich ernsthaftes, seriöses Interesse daran haben, kommen dann einfach vor dem Isha oder nach dem Isha-Gebet zum Hussein und geben einfach ihren Namen, ihre E-Mail, ihre Kontaktdaten ab. Wenn da, also dann, es reicht auch, wenn da 5 Leute da sind, aber wenn es die entsprechende Anzahl da ist und auch die Seriosität dabei ist, dann könnten wir auch mal an einem Wochenende einen Ganztagsworkshop organisieren, wenn ihr vielleicht Ideen habt, die wir noch hinzufügen können. Ansonsten beten wir jetzt gemeinsam das Isha-Gebet. Wir haben morgen die Veranstaltung um 15 Uhr mit Sheikh Ahmad Taha auf Deutsch, die Eigenschaften des jugendlichen Muslims in dieser Gesellschaft. Und zum Abschluss bitte ich Sheikh Ahmad Taha, dass er noch ein Dua macht. Und dann bitten wir ihn.